Ja. Ich wünsche ganz viel Vergnügen. Habt einen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Es freut mich, dass so viele Leute da sind. Ist für mich Zuschauerrekord. Ich werde euch in den nächsten knapp 2 Stunden mitnehmen. Nicht auf ein Velorennen, sondern auf ein Abenteuer. Weil für mich war es primär ein Abenteuer gewesen. Einfach mal weit die Komfortzone verlassen und schauen, was passiert. Ich werde zuerst kurz sagen, wer ich bin, wie ich überhaupt auf die Idee komme, dass ich so eine lange Distanz in so kurzer Zeit mache. Das ist nicht etwas, wo man einfach so morgen mal aufsteht und denkt, hey, das wäre doch mal etwas. Dann das Rennen. Es ist angetönt worden, das Rennen ist sehr speziell. Es ist aber nicht die Tour de France, wo alles mitgenommen wird und wo schöne Strecken hat, sondern es ist ein sehr spezielles Rennen und darum auch eher ein Abenteuer. Dann war irgendwann mal die Idee gewesen, okay, ich starte. Wie habe ich mich darauf vorbereitet? Dann selbstverständlich das Rennen. Und am Schluss auch noch ein bisschen. Was kann ich vom Rennen mitnehmen und was kann ich vielleicht euch auch ein bisschen mitgeben? Radfahren, Rammstein, Robots, TXT. Die drei Begriffe beschreiben mich relativ gut. Radfahren, das ist fast ein bisschen auf der Hand, wieso der Begriff jetzt da steht. Seitdem ich irgendwie laufen kann, bin ich auf dem Velo unterwegs. Zuerst ein bisschen auf dem Dreirad, nachher Downhill-Bike und seit ein paar Jahren auf dem Rennrad. Rammstein und Robots TXT, das ist so ein das Berufliche. Ich habe vor allem während dem Studium sehr viele Sachen ausprobiert. Ich war dort unter anderem plötzlich mal bei Rammstein auf der Bühne und habe geholfen, Bürotechnik machen. Und mittlerweile bin ich eher im Online-Bereich und baue Webseiten bauen und koordinieren. 2011 bin ich in Kilbisjärvi. Könnt irgendjemand von euch Kilbisjärvi? Das hat mich jetzt ehrlich gesagt auch wahnsinnig verwundert. Kilbisjärvi ist eine Ortschaft, die ist 400 km nördlich vom Polarkreis in Finnland, mit in der Tundra, 106 Einwohner. Also viel, viel kleinere, abgelegene Ortschaft gibt es in Europa höchstwahrscheinlich nicht. Ich hatte die Gelegenheit, dort während dem Studium eine Summer School zu machen. Und ich habe das gesehen, hey, irgendwo in Tundra, ich bin noch nie so weit in der Natur raus gesehen, gut, mache ich. Und nachher bin ich plötzlich dort auf dem Bänkchen oben gehockt. Und das Schöne an dem Bänkchen ist, man sieht eine Straße. An dieser Straße hat es ein paar Häuschen, hat es ein einziges Hotel, Restaurant, Kiosk, Tankstelle, alles in einem Innen. Und das wär's. Und alles andere, was man sieht, das ist einfach nur Natur. Und ich habe die Aussicht auf dem Bänkchen wunderschön gefunden. Dann habe ich mir gesagt, irgendwann im Leben werde ich wieder zurückkommen auf das Bänkchen. Dann ist ein bisschen Zeit vergangen und irgendwann mal zu fortgeschrittener Stunde am Samstagabend bei ein paar Bier ist die Idee entstanden, könnte mit dem Velo dort rauffahren. Das Problem ist, Kilbisjärvi könnte niemand. Und wenn ich schon von da dort rauffahre, dann werde ich doch nachher auch eine Geschichte erzählen und nicht jedem erklären, wo das eigentlich genau ist. Dann habe ich die Landkarte mal angeschaut und gesehen, dort oben ist das Nordkap in der Nähe. Also so 600 km Umweg und so. Dann bin ich ans Nordkap gefahren. Weil ich nur 5 Wochen Ferien hatte, musste ich es ein bisschen sportlich angehen. Also sprich 180 km pro Tag im Schnitt. Ich habe vorher noch nie eine grosse Velotour gemacht. Also, als ich die Idee hatte, dass ich eine Tour mache mit 180 km im Schnitt, ist mein momentaner Tagesrekord 136 km. Und ich habe mir überlegt, ich mache eine Tour und ich fahre jeden Tag 50 km mehr, als ich jetzt überhaupt schon je einmal gefahren bin. Und zwar das 5 Wochen lang, oder 28 Tage. Und es hat funktioniert. Und ich war auch selber ein bisschen überrascht, dass es so gut funktioniert hat. Und am Anfang hat der eine oder andere noch gesagt, ja,
komm dann vielleicht mit. Und dann habe ich die Pläne gezeigt und alle gesagt, du spinnst. Weil, ja, meistens geht das eben in 2 Monaten oder so. Aber doch nicht so schnell. Nachher, als ich zurückgekommen bin, hat die Presse über das berichtet. Ich habe Spenden gesammelt für Viva con Agua, für Trinkwasser, sauberes Trinkwasser in Mosambik. Und habe mit dem können helfen, dass sie dort Brunnen gebaut worden sind. Und ich durfte hier so einen Brunnen dürfen mitfinanzieren mit diesen Spenden. Und als ich dort so zurückgekommen bin, habe ich gewusst, hey, ich bin jeden Tag eigentlich eine Ironman-Raddistanz gefahren. Und ich habe selber navigiert, ich habe selber alles müssen organisieren. Und bei denen, die ich so recherchiert habe, was andere Touren machen, die sind vielleicht irgendwie so 60 km oder so pro Tag gefahren, über die ganze Tour. Da habe ich gedacht, hey, das ist mega, das ist jetzt, ja, etwas Besseres gibt es gar nicht. Und dann haben mir irgendwann jemand ein Mail geschickt und gesagt, hey, da gibt es ein Rennen, Transcontinental, die fahren im Fall das Gleiche, was du machst, einfach in der Hälfte von der Zeit. Und zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, das kann ja nicht sein, weil das ist das erste Transcontinental, das es dort gegeben hat. Da waren nur irgendwie etwa 30 Teilnehmer gewesen. Und ja, darum, das ist ja gar kein richtiges Rennen, wenn da nur 30 Teilnehmer sind und ich glaube, etwa 10 sind dann auch ins Ziel gekommen. Und dann ist ein bisschen Zeit vergangen und irgendwann ist das Transcontinental mir wieder über den Weg gelaufen. Und ich habe eigentlich überhaupt nicht Lust gehabt, um wieder eine grosse Tour zu machen. Und dann habe ich aber ein bisschen das mitverfolgt, was dort ein bisschen war und dachte, warum, wieso eigentlich nicht? Was ist Transcontinental Race? Das ist ein Rennen, das hat mehrere Checkpoints, meistens immer von Westeuropa nach Osteuropa. Checkpoints und Start und Ziel, das ändert sich immer ein bisschen. Die Distanz ändert sich auch immer ein bisschen. Zusammengefasst, es ist immer mega weit und mega hügelig und es ist mega streng. Das ist letztes Jahr, letztes Sommer, die Distanzzeit, Start in Geraldsbergen in Belgien, nachher bin ich über Belgien, Frankreich, Luxemburg auf Deutschland, der zweite Checkpoint. Dann von Deutschland über Österreich auf Italien, in der Nähe von Venedig, ist der dritte Checkpoint gesehen. Mir ist eigentlich über die Alpen rein. Ich fahre überhaupt nicht gerne Berge. Aber ich muss über die Alpen rein. Jetzt, wenn ihr die Karte richtig anschaut, seht ihr, da ist auch so ein bisschen dunkler. Das heisst jetzt auch wieder Berge, weil man fährt so schräg über die Alpen rauf. Über Österreich, Ungarn, Slowenien, Slowakei, im dritten Checkpoint. Dort oben hat es auch wieder Berge. Dann geht es über Ungarn, aber auf Rumänien, auch dort hat es wieder ein bisschen Berge. Und von dort wird es nachher relativ warm. Dann geht es nämlich in den Süden, über Bulgarien, Mazedonien, auf Griechenland. 13 Länder. Ich habe gesagt, es sind mehrere Checkpoints. Jetzt, was aber das Rennen ein bisschen speziell macht, ist, es ist keine externe Unterstützung erlaubt. Das heisst, alles, was ich irgendwie brauche, alle Kleider und die ganze Planung und wenn ich vielleicht mal eine Massage hätte, muss ich Massage, muss alles einfach selber organisiert werden. Das heisst nicht, dass ich jetzt das ganze Trinken oder so muss mitnehmen. Also, ich darf in Läden rein, ich darf das, was kommerziell zur Verfügung steht, darf ich brauchen. Aber ich darf nicht einen Kollegen haben, der mir irgendwo auf dem Brennerpass oben noch schnell ein bisschen Isostar oder so in die Hand drückt, dass es nachher noch ein bisschen leichter geht. Also es muss für alle genau gleich sein. Das ist relativ anstrengend. Das heisst auch, ich muss das ganze Gepäck selber mitnehmen. Das machen die meisten Velorennen. Da muss man kein Gepäck mitnehmen. Man hat ein Auto, das das Zeug bringt. Ich muss immer allein fahren, kein Windschatten. So 4000 km macht der Windschatten doch noch ein bisschen etwas aus. Und auch Motivation, wenn man wirklich so 16 Stunden auf dem Velo hockt, dass vielleicht einer würde sagen, hey, komm noch ein bisschen. Es würde vielleicht auch noch ein bisschen helfen. Und die Strecke ist nicht vorgegeben. Das heisst, es gibt den Start, 4 Checkpoints und das Ziel.
Wie ich dort durchfahre, das ist komplett mir überlassen. Es hat Fahrer gegeben, die haben den direkten Weg genommen. Die sind über alle Berge rüber. Ich habe schon angedeutet, ich habe nicht so gerne Berge, darum bin ich um alle Berge herumgefahren. Darum habe ich auch etwa 500 km mehr als der, der am direktesten gefahren ist. Ja, das heisst aber nicht, dass man dann langsamer ist, weil ich bin vielleicht schneller, wenn ich um einen Berg herumfahre, als ein anderer, der über einen Berg drüber fährt. Als ich mich mit dem Transcontinental ein bisschen beschäftigt habe, dann habe ich gemerkt, das ist eben nicht das Rennen. Wenn man die Bilder anschaut, da sind unglaublich viele Emotionen drin. Das ist Abenteuer. Das sind Sachen, die man im Alltag einfach nicht hat. Wie zum Beispiel das Bild dann mit dem wunderschönen Sonnenbrand. Das ist 2016 aufgenommen worden, meines Wissens, sieht man in der Türkei. Und ich meine, ich bin Bürolist. Ich bin mich nicht gewohnt, einfach durch Länder zu fahren, wie Italien im Hochsommer, vom Morgen Sonnenaufgang bis am Abend. Also, das wird schon recht gefordert. Und auch am Anfang habe ich das sehr speziell gefunden, dass Leute einfach so schlafen, zumindest auf der Straße. Und irgendwann macht man es selten, weil das ist einfach normal. Es ist aber auch so, dass nicht alle Teilnehmer jetzt 25 sind topfit. Ich bin auch nicht mehr 25, auch nicht mehr topfit. Wenn man es mit anderen vergleicht. Sondern es hat auch Teilnehmer, die sind 60 und älter. Und die fahren teil gleich schnell oder schneller als ich. Das hätte ich nie gedacht, dass jemand, der älter ist, 2 Tage rausholen kann zu meiner Leistung. Das geht. Kommen wir noch zurück auf Finnland, Norwegen, Schweden. Ich habe mal die Bewerbung abgeschickt. Es war ein riesiger Fragebogen, den wir ausfüllen mussten. Und ich habe ehrlich gesagt nicht daran geglaubt, dass ich genommen werde, weil ich auch gewusst, es sind irgendwie etwa 300 Teilnehmer. Letztes Jahr hatte es etwa 1000 Bewerber gehabt. Die Chance, dass ich jetzt als Neuling dort einen Startplatz bekomme, ist sehr klein. Und dann waren wir im Tromsø über Silvester. Das Lustige ist, da, wo das Foto gemacht ist, etwa 50 km in die Richtung, wo wir schauen, dort ist das wunderschöne Bänkchen. Als wir dort in Tromsø waren, am 2. Januar, kommt ein Mail. Du hast einen Startplatz. Bis zu diesem Zeitpunkt war es einfach lustig, anderen Leuten zu erzählen, so, hey, du, ich habe mich da für ein Rennen angemeldet. Ist im Fall mega krass und so. Und dann ist es plötzlich der Moment gekommen, hey, jetzt kannst du mir einfach so erzählen. Wenn du schon einen Startplatz hast und du startest nicht, das ist mega peinlich. Ja, dann habe ich mir mal Gedanken gemacht, wie bereitet man sich auf so etwas vor? Ich meine, rein mathematisch, bei der Strecke, die ich gedacht habe, könnte sein, dass ich 260 km pro Tag fahren, mit Bergen, mit Gepäck. Und das ist nur, dass ich das Zeitlimit einhalte. Also dann bin ich von denen, die im Zeitlimit ankommen, der Letzte. Ich kann nicht der Letzte sein. Ich meine, ich konnte einschätzen, wie ich mich eben nach einer Woche mit 180 km führen, aber 260, das ist schon ein bisschen Unterschied. Vor allem, es geht durch Länder wie zum Beispiel Rumänien und Bulgarien, die nicht überall schöne Velowege haben, wo es vielleicht auch ein Kiesstösschen hat. Dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie gehe ich an so eine riesen Aufgabe hin? Das Erste, was ich relativ schnell herausgefunden habe, es hilft extrem, wenn man körperlich ein bisschen fit ist. Nachher die richtige Route finden. Das tun relativ einfach. Ja, Checkpoints, da findet man. Da schaut man, wo man durchfährt. Wir haben Google Maps und alle die coolen Tools, wo man Orte eingeben kann, von dort nach dort. Wenn es aber darum geht, wie komme ich von Bulgarien bestens auf Mazedonien, über den Pass rüber mit dem Velo, dann ist es plötzlich nicht mehr so einfach zu wissen, kann ich auf dieser Straße mit dem Velo fahren oder nicht. Das Richtige dabei haben. Ich muss alles von A bis Z selber mitnehmen. Und das ist etwas, das habe ich am Anfang ein bisschen unterschätzt. Das ist nämlich wirklich schwierig, wenn man alles selber mitnehmen muss. Und das Letzte ist, alles unter einen Hut bringen. Ich bin nicht Vollzeit-Berufs-Velofahrer. Ich habe einen Job, ich habe
Und eben da noch zwei, drei Sachen, die sonst laufen. Das unter einen Hut bringen, ist nicht so einfach gewesen. Man hat sich wirklich müssen konzentrieren auf das Wichtige. Und teilweise habe ich halt auch müssen Entscheid fällen. Es ist so wie gekommen, dass ich nicht können freinehmen fürs Rennen. Es ist mega peinlich, wenn so ein Privileg ist, um so ein Rennen teilzunehmen. Und dann bekommst du keine Ferien über. Das ist halt ein neuer Job. Ist halt so. Wenn ich mir etwas in den Kopf hineinsetze, ist es relativ schwierig, mir das wieder rauszubringen. Körperlich fit sein. Ich bin jeden Tag eigentlich am Velofahren. Manchmal ist es ein bisschen mehr, manchmal ist es ein bisschen weniger. Und dann habe ich mir aber überlegt, wenn ich so lange Distanzen muss machen oder darf fahren, dann muss ich mich auch an die langen Distanzen gewöhnen. Und darum habe ich 3 Rennen gemacht, die länger als 200 km sind. Das happigste dort ist dann gerade ein Radmarathon, 213 km über 5 Pässe rein. Dann habe ich gewusst, wenn ich den packe, dann komme ich vielleicht über die Alpen rein. Mit Gepäck. Ich bin ganz gut eine Swiss Challenge gefahren. Ich habe sonst einfach lange Distanzen gemacht. Und so sind im ersten halben Jahr von 2017 9200 km zusammengekommen. Das ist relativ viel. Also ein durchschnittlicher TÜV-Fahrer macht etwa 8000 km im ganzen Jahr. Ich bin auf Paris gefahren. Ich muss da wieder schnell ein bisschen hell machen. So. Ich bin auf Paris gefahren. Wo ich als Nordkap bin. Das war so meine Testfahrt. Als ich als Nordkap bin, bin ich noch nie im Ausland Velo gefahren. Und dann haben wir da so eine Tour ausgesucht. Und dann dachte ich, komm, Paris, das ist eine coole Distanz. Das sind 600-700 km. Du kannst auch nachher in die Tasche hocken und dann fährst du heim. Du musst nicht irgendwie grosse Koffer mitnehmen, das Flugzeug, das passt. Als ich mich für das Transcontinental vorbereitet habe, habe ich gedacht, so eine Testfahrt war mega cool gewesen. Einerseits habe ich dort viele Sachen herausgefunden, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und es hat mir aber auch extrem Selbstvertrauen gegeben. Weil ich einfach gewusst habe, das ist so der erste Schritt. Dann habe ich mal so ein bisschen Karten angeschaut, ja, was hat es sonst noch so. Und ich habe keine andere Ortschaft gefunden, wo etwa ähnlich weit weg war, wo ich nicht fliegen musste. Aber wenn ich auf Paris fahre, ist blöd, weil ich ja schon gewusst, wo durch. Da hat ja die eine Challenge nicht gehabt. Und dann hat mir irgendjemand gesagt, ja du, wieso fahrst du nicht einfach nach Paris heim? Ja, das war gar nicht so eine schlechte Idee gewesen. Als ich als Nordkap bin, hatte ich 3,5 Tage von Luzern auf Paris. Und ich habe mir das Challenge gesetzt, in 48 Stunden von Paris heim. Also es sind knapp 300 km pro Tag. Als ich das so den Leuten erzählt habe, dann alle gedacht, ja, das ist voll Action und so. Und dann habe ich mal die Kamera mitgenommen, um zu zeigen, wie das so ist, wenn man so halt 16 Stunden auf dem Velo hockt.
so Ultra-Cycling, wie sich das nennt, so Langdistanz-Velofahren, das ist nicht Action, wo man immer alles sofort schön sieht, sondern es ist sehr viel, sehr ruhig. Ich finde das etwas unglaublich Schönes, weil da haben wir eine Zeit, um alles, was man sonst nicht so beachtet. Wie der Regen zum Beispiel. Ich hatte 43 Stunden lang Regen gehabt. Da bin ich in Luzern gewesen. Der Regen ist etwas Wunderschönes. Ich habe zwar einen Tag gebraucht, bis ich es gemerkt habe. Aber es ist etwas Schönes. Und wenn man so allein von morgen früh bis am Abend spät unterwegs ist, dann haben wir aber auch Zeit, um ein bisschen über das nachzudenken, was man nicht nachdenken will. Zum Beispiel, mein Bein tut mir jetzt langsam weh. Und ich finde das etwas, was sehr spannend ist, um auch sich selber lernen können. Was sind so, wie funktioniert man eigentlich? Weil das funktioniert nur, wenn man körperlich ein bisschen weiss, wie der Körper funktioniert und auch noch ein bisschen weiss, wie es da oben funktioniert. Das Richtige dabei haben. So Bilder habt ihr sicher auch schon gesehen. Irgendwo auf Facebook oder im Internet, wo so Radreisende dabei haben. Als ich die Auslegeordnung gemacht habe, das ist ein Tag, bevor ich abgeflogen bin. Da bin ich ein bisschen nervös gewesen. Weil ich habe mir im Kopf zusammengestellt, was ich mitnehme. Und als ich das erste Mal gesehen habe, was ich überhaupt mitnehme, habe ich wirklich Bedenken gehabt, ist das genug? Jetzt sagen die, logisch ist es genug, das sind ganz viele Sachen. Das ist ein Velo-Outfit mit einem zweiten Paar Hosen. Leuchtweste und eine Regenjacke. Dann Boxershorts und ein Shirt, wenn ich halt eigentlich keine Velo-Kleider anhabe. Und dann noch ein zweites Unterleibli, falls es dann wirklich kalt werden sollte. Dann sind die Veloschuhe, zwei Brillen. Dann hatte ich so Spezialschuhe, Socken, die man so rollen konnte. Das war super praktisch, weil der Platz beschränkt war. Dann ein bisschen Flickzeugs, ein bisschen Elektrosachen, Pass, noch das Wichtigste auf Papier und das wär's. Und das musste länger für über die Alpen rein, für Griechenland, für Bulgarien, für Rumänien. Ich war noch nie in diesen Ländern. Und das musste länger. Und ich habe auch gewusst, wenn du über die Alpen reinfährst im Sommer, das kann im Fall dann wirklich kalt werden. Und ich habe auch gewusst, ich habe keine lange Hose dabei. Weil ich habe mal pokert, das geht nicht gut. Aber was dann wirklich darum ging, ist, du hast keine lange Hose dabei. Das war nicht mehr so ein gutes Gefühl. Als das alles zusammengepackt war, hat das so ausgesehen. Das Velo steht da hinten. Könnt ihr auch sehr gerne nachher in der Pause oder nach dem Vortrag mal anschauen. Ich hatte eine Satteltasche, dort alles Platz haben. Das war auch meine Vorgabe an mich selber. Alles, was mit dort Platz hat, nehme ich nicht mit. Ich nehme keinen Rucksack mit. Oben dran habe ich noch eine kleine Tasche. Das ist praktisch. Da kann man so ein bisschen Kartenzeugs und so drin tun. Da muss man nicht immer gerade anhalten. Zwei Trinkflaschen. Ist tendenziell wenig, aber ich kann mal pokern. Und das wär's. Und das hat für die ganze Strecke müssen länger. Dann habe ich es vor Rat durch die Streckenwahl. Ich bin noch nie irgendwie in Rumänien gewesen, oder in Bulgarien oder in Mazedonien. Und jetzt fahre ich dort mit dem Velo durch. Und ich habe nicht gewusst, ist es schneller, wenn ich über den Berg überfahre oder ringsum. Und dann haben wir einen ehemaligen Transcontinental-Teilnehmer geholfen, die Formel zu entwickeln, die der schon gebraucht hat. Wo ich auch berechnen konnte, wenn ich jetzt eine Strecke habe über den Berg über und eine ringsum, welche ist für mich selber schneller. Und ich habe dort den ganzen Datentopf genommen, den ich von der vorherigen Reise hatte, und dann konnte ich es ein bisschen abschätzen. Ich habe nicht gewusst, ist das wirklich die schnelle Strecke. Aber wenn ich gesehen habe, da geht es 4 Stunden 20 und da geht es 3 Stunden 25, das ist eine Stunde weniger, passt. Höchstwahrscheinlich habe ich irgendwo einen Rechnungsfehler drin gehabt, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich am Schluss eine Strecke gehabt, von 97 Checkpoints, immer so etwa 30-40 km auseinander, von Belgien auf Griechenland.
Wieso habe ich so Checkpoints 30, 40 Kilometer gehabt? Wäre doch viel einfacher, wenn ich weitere Checkpoints hätte. Das ist eine ganz einfache Überlegung und die habe ich gelernt, als ich ein Nordkap bin. Wenn ich irgendwann ein Problem habe und mein Navi abstürzt oder runtergeht und kaputt ist, dann werde ich ja gleich weiterfahren können. Wenn ich jetzt da hinkomme und frage jemanden, wie komme ich am besten auf Rotkreuz? Das kann mir höchstens jeder von euch sagen. Da vorne und dann so. Wenn ich aber euch frage, wie komme ich am besten auf Basel? Dann sagt jeder, da vorne kommst du auf die Autobahn, dort bist du nachher zu Basel. Das ist nämlich so, wie man meistens reist, via Autobahn. Und ich kann nicht auf die Autobahn. Und darum, mit der kurzen Distanz, dann kann ich auch nach Ortsschilder fahren und so. Das hat mir unglaublich geholfen, das Gefühl zu geben, dass ich am richtigen Ort durchfahre. Und alles unter einen Hut bringen. Ich habe es gesagt, ich habe einen neuen Job gesucht, dass ich an dem Rennen teilnehmen konnte. Ich habe im März ein Buch herausgebracht über meine Reise als Nordkap, wie ich aus Versehen Extremsportler wurde. Dann haben wir meine Partnerin Jenny im Februar die schöne Nachricht überbracht, dass sie schwanger ist. Vereinfacht viele Diskussionen auch nicht gerade unbedingt, wenn es nachher darum geht, wie sieht es in Osteuropa aus. Etwas, was wir daraus herausgenommen haben, ist, dass ich nur bei Tageslicht fahre. Der Mann auf der linken Seite, oder von euch aus gesehen rechts, das ist der Mike Hall. Er ist der Gründer von Transcontinental Race. Und der Mike Hall, das ist für mich immer so eine Person gesehen, ich habe ihn nicht immer aktiv verfolgt. Aber viele Leute haben, wenn ich einmal gesagt habe, hey, letztes Wochenende bin ich 300 Kilometer Velo fahren, dann habe ich gesagt, du hast doch einen Flick gehabt. Der Mike Hall ist, ich habe die Zahl nicht mehr richtig im Kopf, glaube ich, etwa 93 Tage, eigentlich um die ganze Welt herumgefahren mit dem Velo. Das ist relativ schnell. Er hat andere Velorennen, also so die richtig krassen, wie es Transcontinental ist, fast alle eigentlich schon gewonnen. Und er war immer so eine Person, die wusste, hey, das, was ich mache, das ist Pipifax, der macht irgendwie das Doppelte. Und das nicht einfach so zwei, drei Tage, wie ich es vielleicht gemacht habe, sondern irgendwie 93 Tage lang. Ja, es ist im März, April das Indian Pacific Wheel Race gesehen. Das ist vom Konzept her relativ ähnlich wie das Transcontinental. Einfach einmal quer durch Australien durch. Und der Mike Hall war sehr gut vorne dabei gewesen. Und der ist so gegen den Schluss zugegangen, nur noch irgendwie, ich sage, bis 200 Kilometer oder so. Und er hat aber noch müssen schlafen. Er hat einen Vorsprung gehabt. Und da ist einer von hinten gekommen, der hat schon geschlafen, aber der hat halt, der ist hinten rein gewesen. Und das war sehr spannend gewesen, zu wissen, mag er jetzt das noch durchfahren oder, ja, wer wird der Erste? Das war wirklich spannend gewesen. Man muss sich das so vorstellen, da hat man Google Maps und dann zwei Pünktli, die sich ganz langsam bewegen, irgendwo in Australien. So verfolgt man sich die Rennen. Sicher auch einen GPS-Tracker dabei gehabt, wo man genau immer können sagen konnte, wo er sich bin. Er hat nicht immer genau funktioniert, aber plus minus. Auf jeden Fall war es Abend, ich bin geschlafen. Am nächsten Morgen habe ich gewusst, wenn ich aufstehe, das ist einer höchstens ein Ziel. Dann mache ich Facebook auf und dort steht, das Indian Pacific Wheel Race ist abgebrochen. Es hat letzte Nacht einen Unfall gegeben und der Mike Hall ist gestorben. Ja, ich meine, jeder, der Velo fährt, weiss, es ist gefährlich zum Velo fahren. Und in der Schweiz stirbt alle 58 Millionen Kilometer, die mit dem Velo gefahren werden, stirbt eine Person. Das ist Statistik. Bei den TÜV sind es etwa 8 Millionen, bei den Zügen sind es etwa 30 Milliarden Kilometer. Wenn man so ein grosses Rennen macht, jetzt haben wir da 4.000-5.000 Kilometer und dann nehmen wir 300 Leute teil, da kommen relativ grosse Kilometerzahlen zusammen. Dann passiert Unfall, das ist einfach reine Statistik. Das ist nicht, weil die Leute schlecht ausgerüstet sind oder so, das würde im Alltag auch passieren. Die Leute sind tendenziell höchstens noch ein bisschen besser ausgerüstet, aber gleich passiert.
Und man weiss das, es ist gefährlich und es kann passieren, aber man verdrängt es irgendwie. Das ist einfach einer, der Pech hat von den 400 Kilometern, die gefahren wird. Das ist aber nicht irgendeiner, das ist Mike Hall. Und das sind alle die Ängste, die man eigentlich so verdrängt, die sind plötzlich wieder da gewesen. Und etwas, was ich daraus rausgenommen habe, eben auch, weil Jamie schwanger war, erfahren wir tagsüber, nur eine Stunde vor Sonnenaufgang bis eine Stunde nach Sonnenaufgang, nach Sonnenuntergang. Das ist mein Zeitfenster. Das ist im Sommer immer noch sehr lang. Aber ursprünglich hatte ich geplant, noch ein bisschen länger zu fahren. Also die meisten, die dem Rennen teilnehmen, die schlafen irgendwie so 2-3 Stunden. Und irgendwann habe ich mein Velo verpackt, wunderschön, und das Koten aufgegeben und bin auf Brüssel geflogen. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, wenn ich das Velo eingepackt habe. Das sehen wir vielleicht. Als ich ins Flugzeug reingestiegen bin, habe ich das erste Mal wirklich überlegt, soll ich in das Flugzeug einsteigen. Ich habe das recherchiert, was kommt jetzt auf mich zu. Ich habe nicht mal gewusst, ob mein Velo überhaupt heil zu Brüssel an. Könnte irgendetwas passieren, knacks und das ist kaputt. Auf was lade ich mich da überhaupt ein? Ich meine, östlicher als irgendwie der Westen von Ungarn bin ich noch nie gesehen. Und dann habe ich konkret überlegt, wolltest du wirklich in das Flugzeug einsteigen? Und dann bin ich irgendwann der Letzte gesehen. Und habe gedacht, hey, wenn du jetzt da nicht einsteigst, das gibt ein hohes Chaos, bis du wieder draußen bist. Es ist einfacher einsteigen. Und ich war wirklich sehr nervös. Und dann bin ich in Brüssel, habe das Velo zusammengebaut. Bin ich nachher raus. Das Coole ist, wir haben vorher gesehen, was ich mitgenommen habe. Es ist sehr, sehr speziell, wenn wir mit Badhosen und einem T-Shirt durch die Sicherheitskontrolle durchlaufen. Hat auch der eine oder andere, der etwas schräg schaut. Ich habe kein Gepäck dabei gehabt. Ja. Auf jeden Fall bin ich nachher zu Brüssel gesehen. Ich hatte kein Gepäck dabei gehabt. Dort am Band das Velo zusammengebaut und rausgefahren. Also hier noch nicht gefahren, nachher dann. Ich bin auf Brüssel und ich bin noch nie zu Brüssel gesehen. Ich bin in die Stadt anschauen und ich habe gewusst, über Facebook, da hat es noch ganz viele andere. Ich meine, es hat 300 Teilnehmer. Die sind alle schon irgendwie da oder ein bisschen anreisen. Ich dachte, ja, da musst du doch irgendwie dort einen sehen. Dann bin ich mal zum Atomium gefahren. Dort hat es zwei gehabt. Mit auch. Packtaschen und auch relativ schnelle Velo, optisch. Und dann habe ich die gefragt, hey, are you going to the Transcontinental? Sie so, what's that? Never heard of the Transcontinental. Dann habe ich angefangen zu reden. Und sie haben herausgefunden, sie sind ganz in der Nähe vom Checkpoint 3 gekommen in Slowenien. Und Slowenien, Slowakei, dort oben. Und sie haben zwei Monate von dort auf Brüssel. Und dann haben sie gesagt, ja, und? Dann, ja, wir fahren dort in der Nähe vorbei. Ah, wie lange denkst du, hast du? Ja, etwa so 10 Tage. Wir fahren nicht so, ich fahre via Venedig. Dann hat doch abgeschüttelt, heisst auch so. Auf jeden Fall bin ich nachher etwas weiter gefahren. Und dann plötzlich habe ich Stefan und Andrea getroffen, zwei Italiener, top motiviert, 10'000 Mal besser vorbereitet als ich. Andrea hat etwas doppelt an Distanz gemacht, als Vorbereitung an sich. Wir haben dort über Grenzübergang geredet in Bulgarien. Und ich denke, das ist ein normaler Grenzübergang, aber es ist leider eine Fähre, die nur ein paar Stunden fährt. Schade, wenn man das in der Planung drin hat. Ja. Habe ich das Gefühl, dass ich gut vorbereitet bin, nicht unbedingt verbessert. Und dann irgendwann ist auf Geraldsbergen gegangen. Das ist etwa so 40 km von Brüssel weg. Das ganze Startprozedere, dann haben wir die Startnummer bekommen, dann ist das Velo kontrolliert worden. Kontrolliert worden, haben wir Leuchtwesten, gehen Lichter, ist Instruktion gewesen und. Und irgendwann ist es losgegangen. Und zwar da. An der Mühle von Geraldsbergen. Die Flandern-Rundfahrt ein bisschen mitverfolgen, können das vielleicht. Das ist etwa 22% Kopfscheibenflasche schön darauf. Dort ist am Abend um 10 Uhr der Start vom Transcontinental Race. Mit Gepäck.
Als ich das Bild gesehen habe auf Instagram, ich habe schon gewusst, ja, die Mühle ist steil und so. Als ich das Bild auf Instagram gesehen habe, habe ich gedacht, bist du dir sicher, dass du dort starten willst? Das ist noch nicht mal richtig weit. Auf jeden Fall war dort der Start am Abend um 10 Uhr. Und es ist absolut bombastisch. Also, die Leute, die dort waren, natürlich auch viele Angehörige, aber auch sehr viele Belgier, die sind velofanatisch. Und da sind die links und rechts mit Fackeln gestanden und eine riesige Stimmung. Und dann fahren wir so dort rauf und nachher ist es fertig. Jetzt müssen so viele Leute. Jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, es ist ja keine vorgegebene Strecke. Und der Start ist am Abend um 10 Uhr, das heisst es ist dunkel. Jeder hat einfach voll Disco angemacht. Es blinkt und Leuchtwesten und alles. Und jetzt hat es einfach eine riesige lange Schlange von Leuchten. Man hat Leuchtwesten und blinkt und so. Und an jeder Abzweigung biegt wieder ein paar an. Nach einer halben Stunde ist man ganz allein. Ja, ich habe nicht gewusst, ob ich dort wirklich gute Route habe. Nein, ich habe abgemacht. Eigentlich fahre ich nicht in der Nacht, weil aber der Start am Abend um 10 Uhr war. Bin ich dort noch 53 km gefahren. Ins nächste Hotel in La Louvière. Ist etwa gleich gross wie Kilpisjärvi, hat mich jetzt auch verwundert, wenn jemand gesagt hat, doch, kenne ich, schon mal gesehen. Und ich hatte dort ein Hotel gebucht, gerade beim Dorfplatz. Leider war beim Dorfplatz ein R&B-Konzert gesehen. Und das Hotel hat auch nicht wirklich so gut isolierte Wände gehabt. Aber es spielt nicht so eine Rolle, ich habe eh gewusst, ich schlafe nur 2,5 Stunden. Und ob ich jetzt in 2,5 Stunden schlafe, und dann kommt ehrlich gesagt auch immer so wahnsinnig drauf an. So sehe ich aus, nach 2,5 Stunden schlafen. Top motiviert. Ja, dann bin ich mal losgefahren. Und es war ganz komisch. Es war so, ja gut, heute fahrst du mal weit. Aber ich habe gewusst, wenn ich jetzt ein bisschen zu viel aufdrehe, dann spätestens in einer Woche holt mich das wieder ein. Also ich muss ganz gemütlich fahren. Aber es ist ein Rennen. Also ich werde gleich Gas geben. Und den ganzen Tag bin ich einfach so einen Klitsch gesehen, wie schnell soll ich jetzt fahren und so. Und dann habe ich plötzlich Leute überholt, die unter Bänkchen geschlafen haben. Und ich wusste, hey, meine Taktik, dass ich relativ gleich geschlafen und weiterfahre, ist gleich nicht so schlecht gewesen. Und ja, der Tag war mehr oder weniger auch ein bisschen geniessen, war tendenziell flach gewesen. Ich habe gewusst, wenn es flach ist, dann muss ich viele Kilometer fahren. In den Bergen mag ich nachher nicht mehr so wahnsinnig viel pro Tag. Dann irgendwie gegen Mittag hinein kommt ein E-Mail von den Veranstaltern. Ein Velofahrer ist letzte Nacht bei einem Unfall gestorben. Man weiss, es gibt es. Aber es ist das, was man einfach überhaupt nicht will. Ich meine, das ist ein Hobby. Und das war ein bisschen unklar, wird das Rennen weitergeführt oder nicht. Und dann ist aber kurz darauf geheißen, es wird weitergeführt und viele Teilnehmer haben auch hier gerade das Rennen wieder abgebrochen oder haben einen Tag Pause gemacht. Und ich war dort relativ egoistisch, das probiert auszublenden. Ich habe beruflich sehr viel mit Zahlen zu tun. Ich habe das einfach in die Statistik-Ecke geschoben und bin weitergefahren. Dann bin ich in Saarbrücken gesehen und am nächsten Tag dort wird losgefahren, wunderschön, morgen, wirklich super schöner Sonnenaufgang. Kurz nachdem ich das Foto gemacht habe, hat es ein bisschen gerumpelt. Dann ist das passiert. Ich habe nämlich die Velo, die Regenjacke hinten dran, die ich oben drauf hatte, runtergefallen ins hintere Rad rein. Das ist alles, was von meiner Velojacke übrig war. Ja, ihr wisst, ich hatte nicht wahnsinnig viele Sachen dabei. Und jetzt ist noch meine Regenjacke, was eigentlich auch noch so ein bisschen... Wenn es einfach kalt wird, dann brauche ich die. Die ist noch so gross. Das ist das Problem. Habe ich gewusst, okay, jetzt musst du halt dann irgendwo noch eine Regenjacke kaufen. Wo vielleicht dann auch noch etwas taugt. Aber mit dem habe ich mich noch gar nicht so gross beschäftigt. Ich bin dort, weitergefahren, ich habe es genossen. Ich habe gesehen, dass die meisten schon viel, viel weiter vor mir sind. Weil die halt einfach
Vollpulle gerade nach Arbeitenacht hier schon durchgefahren sind. Und ich am Abend, das ist in der Nähe von Stuttgart, ist dort ein Checkpoint gewesen, wo ich zu dem Hobby bin. Da hat einfach angefangen zu regnen, als gäbe es kein Morgen. Da habe ich gedacht, so eine Regenjacke wäre fast schon etwas Praktisches. Ja, dann kann ich kommen. Dann ist im Schloss Liechtenstein, eben in der Nähe von Stuttgart, ist der erste Checkpoint gewesen. Ich meine, die Region ist tendenziell etwas flach, eher. Außer das Schloss, das ist natürlich auf dem Hügel oben und dort oben ist der Checkpoint. Super, wenn man so gerne Berge fährt wie ich. Dort ist es aufgegangen. Ich habe gesagt, es hat gewittert. Und es hat wirklich da. Und eigentlich, mein Zeitplan wäre ich an diesem Tag noch nicht aufgefahren. Aber es ist schon etwas passiert auf Rennen und ich habe gesagt, wenn ich jetzt nicht rauffahre und es ist irgendein Blitzeinschlag oder so, das ist einfach nur dumm. Und dann habe ich mich dort entschlossen, dass ich in ein Hotel gehe und nicht weiterfahre. Und ja, das klingt jetzt relativ einfach, aber das war mein Plan. Es ist der zweite Tag und am zweiten Tag halte ich schon meinen Plan nicht ein. Das ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ja, meine Regenjacke ist eh schon weg, also das haben wir auch nicht so vorgestellt. Im Checkpoint sieht immer so aus. Es hat irgendeinen Ort, da hat man ein Stempel und dann hat es einen Parkour, wo man fahren muss. Also da war ein Parkour, wo man zu dem Schloss rauffährt. Und dort, wo ich Stempel geholt habe, das habe ich an dem Abend noch gemacht, ist das Hotel nebendran gewesen. Weil die ganze Organisation, wo man übernachtet etc., das ist jedem selber überlassen. Und die Veranstalter haben wegen dem auch nicht das Hotel informiert, um zu sagen, hey, da kommt dann vielleicht das Rennen. Und dann sind halt an dem Abend plötzlich in dem Hotel gefühlt 100 Velofahrer gekommen. Alles nass, alle Hunger, alle gestunken. Ja. Es waren, glaube ich, etwa 3 Mitarbeiter. Die sind ganz leicht am Mund gelaufen. Das Lustigste war, das mag ich mich noch sehr gut erinnern, das ist ein Familienbetrieb und eine ältere Dame. Die war dort an der Rezeption, sie konnte nicht so gut Englisch können. Die meisten Teilnehmer nur Englisch, nur irgendwie Kreditkarten. Und ja, dann sind halt so Leute gekommen mit komischen Kreditkarten, die sie noch nie gesehen oder halt nicht so übrig sind. Und ich habe da ein bisschen angefangen, dolmetschen. Und dann hat sie so gemeint, ja, ob wir da irgendwie auf einem Velo-Ausflug sind. Wir machen gerade das Velorennen von Belgien auf Griechenland. Und das schon bei ihr so ein bisschen... Auf jeden Fall habe ich ihr nachher gesagt, übrigens vorgestern sind wir alle zu Brüssel losgefahren. Jeder Einzelne, der jetzt hier in dem Hotel ist, hat momentan einen Schnitt von über 300 km pro Tag. Und dann hat sie so ein bisschen umgeschaut, wie viele Leute es dort im Hotel immer sind. Und das war sehr schön, wenn wir... So der Blick gesehen, wie sich da verändert, wie einfach irgendwie so eine ganze Weltvorstellung, wie man denkt, kann sein, einfach komplett sich verändert in kürzester Zeit. Auf jeden Fall, ich habe jeden Abend etwa um 6 Uhr habe ich geschaut, wie weit fahre ich heute noch. Und dort habe ich ein Hotel reserviert. Das war das. Ich hatte dort ein Zimmer gehabt, aber es war restlos überbucht, weil so viele Leute dort waren. Dann habe ich noch den anderen gesagt, kommen doch auch in mein Zimmer. Es war nicht so wahnsinnig eine erholsame Nacht. Aber umgekehrt habe ich müssen sagen, ich kann doch nicht. Ja, die müssen doch auch immer noch pennen. Am nächsten Morgen bin ich ins Schloss aufgefahren, habe einen Zeitplan etwa 8 Stunden Verspätung gehabt und gewusst, muss ich irgendwo wieder ein bisschen aufholen. Und den ganzen Tag einfach gefahren. Und dann bin ich auf Innsbruck, Österreich, bis in die Alpen gekommen. Dann bin ich über den Brennerpass rein, auf Italien. Und kurz vor dem Brennerpass hatte es einen kleinen Laden gehabt. Und der hat Velokleider verkauft, Sportkleider verkauft. Da bin ich dort rein und gesagt, hey, habt ihr einen Velo-Regenjacke? Ich sagte, nein, haben wir nicht. Aber wir haben so eine Laufjacke. Und das Einzige, was sie dort hatten, was für meine Zwecke da haben, ist ein Pink- und ein Damen-Laufjacke. Ist mir ehrlich gesagt egal gewesen, ich habe etwas gehabt,
Kurs irgendwie gebracht hat. Und Pink fällt auf. Auf Anfang eben bin ich über eine Brennerin und als ich so dort drauf fahre, bin jetzt so einen schnellen Berg gefahren, ganz gemütlich drauf, da kommt plötzlich jemand von hinten und klopft mir so halb auf die Schulter, der Stefano, den ich in Brüssel das letzte Mal gesehen habe. Das ist recht speziell, wenn man jeden Tag eigentlich so außerhalb der Komfortzone ist und dann trifft man jemanden an, den man kennt und der macht genau das gleiche durch. Aber er hat noch ein bisschen fitter ausgesehen als ich und er ist mir nachher auch davon gefahren. Er war halt ein bisschen schneller gewesen. Auf jeden Fall bin ich nachher einer ab auf Italien, dort war es recht warm gewesen. Und dafür wieder flach, schön einen Kilometer probiert zu fressen. Und dann am Abend ist es so in eine Seitental gegangen. Das könnt ihr euch so, wenn ihr so richtig romantisches Italien vorstellt. Genau so hat es ausgesehen. Schönes Tal, nachher wunderschöne Strösli, überall ein bisschen Cafeterias und Pizzerias und Kätzchen, wo man steht und super romantisch. Und ich war aber relativ spät dran gewesen und wollte sehr kurz Pause machen, aber ich merkte, ich muss noch etwas essen. Dann habe ich eine Pizza gesucht, Pizzeria gesucht. Und diese Pizza die hat eine ganz, ganz spezielle Geschichte. Und zwar bin ich dort bei dieser Pizzeria gesehen, hatte Hunger, sehr Hunger. Und ich wusste, okay, es ist ein Rennen. Also jede Minute, die du stehst, ist eine Minute, die du nicht fahrst. Dann bin ich dort zu dieser Pizzeria und habe gefragt, hey, was ist das Schnellste, was wir machen können? Ich sagte, ja, wir haben Lasagne und Pizza und Spaghetti und Penne und bla 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 bla. Ich habe gesagt, ist mir gleich. Was ist das Schnellste? Ja, Pizza. Gut. Einer gehockt, das müsst ihr euch vorstellen, super romantisch. Also, es hat dort vorne verliebte Perle gehabt, mit Kerzen und Fuss und ein bisschen Bäumchen und so. Da kommt einer, der einfach stinkt, müde ist. Auch nicht mehr so super motiviert, der hockt neben dem Tisch hin. Und zwei schauen wir ein bisschen weiter vorne. Dann kommt der Pizzaiolo, Pizza subito. Und ja, ich habe gewusst, das ist ein Rennen, ich war im Rennmodus drin. Wie kann man am schnellsten eine Pizza essen, die gerade frisch aus dem Holzofen kommt? Wir schnitzen, man tut sie rollen, man beißt rein, ist heiß und darum tun wir mit Cocky gleichzeitig abkühlen. Wir haben noch 5 Minuten zahlen. Der Blick von Pizzaiolo vergesse ich nie mehr. Es ist ein Unterschied, ob da im Italiener eine Pizza bestellen oder in Italien in einem wunderschönen Dörfli. Die Pizzeria ist perfekt gewesen. Und es kommt ein, läuft da rein und dann drückt die Pizza, spült er mit Cocky einfach ab. Also die Verachtung in diesen Augen, die vergesse ich nie mehr. Ich war im Rennmodus. Und am Abend bin ich beim zweiten Checkpoint gesehen. Das ist dort, wo man Stempel holt. Und auch dort bin ich wieder ein bisschen hinter dem Zeitplan gesehen, aber schon höher. Also ich habe gemerkt, es kommt gut. Ich meine, jetzt, wenn ich es so da erzähle, das ist, ja, ich bin da in 2 Tagen von oben von Europa runtergefahren. Ja, ein bisschen mehr. Wenn wir das mal so ein bisschen Kontext stellen, so zum Vergleich. Die Geburt von meiner Tochter hat gleich lang gedauert, wie ich mit dem Velo hatte, 1200 Kilometer Velo zu fahren. Also auch wenn ich jetzt nicht zum Sportlichen eingehe, ich habe das Gefühl, ich bin dort doch recht zügig unterwegs gewesen. Also ich habe dort übernachtet, habe das Stempel gehabt, dann musste ich den Parkour fahren. Der Parkour, das ist der Monte Grappa. Der kommt vielleicht ein oder andere. Das ist ein Berg in der Nähe von Venedig. Und dort oben hat es ein riesen Denkmal. Und das ist aus dem Zweiten Weltkrieg, oder dem Ersten Weltkrieg, ist ein riesen Grabmal. Da sind etwa 20'000 Leute beerdigt. Und das ist irgendwo auf dem Berg oben, dass ihr so einen Vergleich habt, das ist so Kaliber Gotthard.
den Berg hoch hat es 11 verschiedene Wege, wie man rauffahren kann. Darum ist er bei den Velofahrern sehr berühmt. Wir haben den Weg genommen, der am steilsten war. So hat es auf der Karte ausgesehen, die ich geplant habe. So hat es ausgesehen, als ich am Morgen irgendwo um 4:30 unterwegs drauf gefahren bin. Das war sehr, sehr steil. Sehr lang, sehr steil. Und das Schöne ist, je weiter rauf das gegangen ist, desto steiler ist es geworden. Da war ich irgendwie morgen um 9 Uhr auf dem Monte Grappa oben, ganz allein. Das war phänomenal. Man ist ganz allein auf einem Berg oben. Es hat einfach niemand gehabt. Ich hatte so, ich bin vorher noch nie wirklich allein auf einem Berg oben gesehen. So zuoberst. Als ich nachher dann abgefahren bin, sind wir ganz viele andere draufgefahren. Und ja, wenn wir so gewöhnt beim Abfahren, dann legt man halt die Jacke an. Dort irgendwie eine halbe Stunde das Loch ab. Und als ich da unten nachkomme, ist Italien schon recht warm gewesen. Dann habe ich alle gefragt, wieso bist du mit der Jacke da? Später am Nachmittag habe ich das Foto aufgenommen. Das ist kein Photoshop, das ist so. 51 Grad habe ich auf dem Display gehabt. Das ist sehr warm. Ich bin ein Bürolist, ich bin mir das nicht gewöhnt, bei sättigen Temperaturen Velo zu fahren. Behörden in Italien, also es war eine Hitzewelle, die Behörden in Italien haben eine Warnung rausgegeben, dass man nicht zu fest draußen soll. Bleiben daheim, sind auch das öffentliche Sicherheitsdispositiv ein bisschen angefangen, auffahren etc. Also es ist dort wirklich ernst gewesen. Und wir haben das Velorennen. Ja. Und ich habe dort einfach an diesem Tag, glaube ich, etwa 13 Liter getrunken. Und ich habe gewusst, hey, eigentlich wäre es flach. Also ich bin jetzt zwar auf den Berg hochgefahren, aber nachher ist es flach. Und ich muss jetzt noch Kilometer machen, weil ich habe jetzt schon ganz viel Zeit verloren, weil ich halt auf den Berg hochgefahren bin. Und dass ich mir ein bisschen abschätzen kann, wie schnell dass ich unterwegs bin, habe ich einen Test gemacht. Ich habe irgendwo eine Pause gemacht. Ich bin meistens so von Gelateria zu Gelateria. Und dann getrunken, abgekühlt, dann bin ich losgefahren. Dann habe ich geschaut, wie weit kann ich fahren, bis ich wirklich das Gefühl habe, jetzt muss ich wieder etwas trinken. Also nicht ein bisschen Durst, sondern jetzt musst du die Flasche nehmen, jetzt musst du trinken. Es waren 400 Meter. Wenn ihr so auf dem Programm habt, ich mache heute so 280 Kilometer, das sind 400 Meter nicht so viel. Ja, auf jeden Fall habe ich dort gemerkt, hey, ich meine, es ist so heiß, jetzt wird es einfach gefährlich. Und darum habe ich mich dort entschieden, so, jetzt ist finito, jetzt mache ich ein Schlöfeli. Dann habe ich irgendwo, dort wo ich halt durchgefahren bin, so eine Fußgängerzone gesehen. Und dort hat gerade ein Laden eine Siesta gehabt. Schaut, hey, tipptopp, bis um 4 Uhr kann ich schlafen. Schatten, dort hingelegen. Das bin nicht ich, das ist nur so symbolisch. Dann bin ich dort hingelegen und geschlafen in der Fußgängerzone. Ich kann euch eines sagen, Italiener sind unglaublich freundliche Menschen. Jeder zweite kommt, hey, geht's gut? Lebst du? Ja, ich will noch schlafen. Ja, ich kann dort auch wirklich dann ein bisschen schlafen. Und wenn wir so beim Schlafen sind, dass ihr nicht ganz einschlafen, machen wir jetzt schnell 10 Minuten, 15 Minuten Pause. Alle Knöpfe verlegt, neue Energie zum Zuhören. Wie ist so der Stimmungsbarometer bis jetzt? Gut. Also noch ein bisschen mehr. Tipptopp. Also, wir sind in Italien gesehen. Das Bild ist übrigens in der Nähe von Innsbruck. Wir gehen am Abend. Wunderschön, doppelter Regenbogen, sehen wir nicht so manchmal. Also ich war in Italien gesehen. Wenn ihr die Karte im Kopf habt, irgendwo in der Nähe von Venedig, und jetzt geht es wieder so schräg über die Alpen rauf. Da hat es den einen oder anderen Velofahrer unter euch. Ein Tipp. Das ist in dieser Region möglich von Venedig. Das ist absolut wunderschön zum Velofahren. Ich habe dort an dem Morgen eine Strecke verwischt. Das waren etwa gefühlt 50 Kilometer auf einer ehemaligen Eisenbahn
Trassee zu betoniert für Velofahrer. Absolut phänomenal. Ich bin heute Morgen recht früh losgefahren, etwa um 5 Uhr. Auch noch ja, langsam ein bisschen hell geworden. Dann fahren wir auf der Eisenbahntrasse. Dann kommen wir Tunnel, das haben so Eisenbahnstrecken halt an sich. Und in den Eisenbahntunnel hat es meistens auch nicht so gute Beleuchtung. Also drin ist wirklich dunkel. Aber es spielt keine Rolle, ich habe ein gutes Licht dabei gehabt und gefahren. Und plötzlich macht es so wie in einem Actionfilm. Bam, 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 bam. Einfach bis hinter dem Licht. Und so denke ich, oh, und zurück. Ich kenne es, es war schon alles betoniert. Dann irgendwann habe ich gemerkt, im nächsten Tunnel rein, Dort drinnen haben die Sensoren gemacht für Velofahrer. Bewegungssensoren. Super cool. Also die Region ist wirklich phänomenal. Das habe ich aber auch bitter nötig gehabt. Ich meine, ich erzähle jetzt auch locker ein bisschen Geschichten und so. Ich bin da doch schon irgendwie 1800 Kilometer unterwegs gewesen. Meine Beine haben sich schon immer ganz so knackig angefühlt. Und auch irgendwie der Rücken und die Hände und alles. Ja, ist halt eine Extremsituation. Und so Sachen, die haben einfach wahnsinnig geholfen, wenn man morgen aufsteht. Wunderschön ausgeschlafen nach irgendwie 4-5 Stunden. Um einfach wieder weitermachen. Auf jeden Fall bin ich dort Richtung Österreich drauf. Dann hat es so Sachen gegeben. Gibt es? Man rutscht ab, Pedale, Scheinbeine. Kann passieren. Wenn das aber im Transcontinental Race passiert, ist das ernsthafte Gefahr. Das könnte sich entzünden. Das könnte zwar, das, ich meine, es tut ein bisschen weh, aber es geht weg. Aber wenn es nicht so schnell weggeht, das hat relativ grosse Auswirkungen. Vielleicht ist es vom Körper, aber da aufs Kopf hin, was könnte sein? Was könnte sein, wenn es sich entzündet? Und in 5 Tagen bin ich nachher im Norden von Rumänien und brauche einen Doktor. Ausblenden, weiterfahren. Habe ich dann auch gemacht. In Österreich, Slowenien. Dann in Slowenien ist die Straße gekommen. Ist übrigens nach einer Kiesstraße geworden, 18% darauf. Und es war jetzt das einzige Schild, das so kam an diesem Tag oder an diesem Abend. Wenn man müde ist und dann wirklich schlechte Straße und es steht drauf, das ist unglaublich motivierend. Aber ja, man hat ja frei genommen für das, macht ja Spass. Was macht man? Bin ich im Norden von Slowenien habe ich übernachtet und habe gewusst, dieser Tag, der ist super cool, der ist patscheben, das ist Ungarn, alles flach und vielleicht, wenn ich es schaffe, komme ich an diesem Tag sogar in die Slowakei. An diesem Tag bin ich 300 km gefahren, nach 7 Tagen im Sattel. Das ist recht happig, auch wenn es flach ist. Aber es hat unglaublich Spass gemacht. Es war flach, ich konnte mal einfach fahren und ich liebe es, wenn es flach ist, dass man fahren kann und es eben nicht so viel Hügel hat. Es war an diesem Tag auch wieder sehr heiß. Ich habe ein kurzes Video, wo jetzt die ultimativ Testkunde, ob es funktioniert. Wenn ihr auf die Kühe schaut, dann seht ihr, wie heiß das könnte sein. Tag draussen und das ist halt einfach warm. Und irgendwo so in Ungarn, in einem kleinen Dörfli, bin ich in eine Apotheke rein. Dort treffe ich auch. Ja. Es ist so eine absurde Situation, wenn in einem kleinen Dörfli in Ungarn jemanden antreffen, den ihr könnt, der auch irgendwie 1800 km gemacht hat in den letzten 7 Tagen. Wir haben uns da drinnen gesehen, es ist so ein
ein euphorisches Lachen, wir haben gar nicht gross geredet, es war einfach so ein euphorisch kindliches Lachen. Gewesen. Und ich bin bis heute überzeugt, die gute Dame im Hintergrund, die hat keine Ahnung, wieso dass wir dort so wahnsinnig gelacht haben. Und so wollte ich ein Selfie machen. Wir haben sie ihr probiert zu erklären, sie hat nicht so gut Englisch können, ich weiss bis heute nicht, ob sie es verstanden hat. Wir haben auf jeden Fall mega Freude gehabt. Wir sind zusammen ein Käferchen trinken, haben uns ein bisschen austauscht. Die Gespräche sind auch schon ein bisschen... Ja, wir hatten schon ein bisschen mehr Probleme gehabt, als da, wo wir uns noch im Brennerpass gesehen haben. Und wir sind einfach beide zusammen so weit außer der Komfortzone schon gesehen. Und wir haben, Andrea hat gesagt, it's so a crazy race. Und das war es auch. Und man hat sich jeden Tag einfach müssen neu überwinden, dass man überhaupt dort hinkommt, wo man eigentlich will. Und ich meine, hier in Ungarn, das war schon der einfache Teil. Schwieriger ist erst noch und das haben wir auch gewusst. Auf jeden Fall am Abend war ich super happy, bin ich auf Slowenien gekommen, habe Grenzen erreicht und ich bin wieder im Zeitplan immer gesehen. Und dann habe ich gewusst, von da der Zeitplan bis ins Ziel, der ist machbar. Also ich schaffe es höchstwahrscheinlich in der Zeitlimite als Ziel. Das war ein super Gefühl gewesen. Dort einfach wieder on track sein. Am nächsten Morgen, der Slowakei, wir sind sehr früh losgefahren. Es war ein phänomenaler Morgen. Ich bin jeden Morgen kurz vor Sonnenaufgang aufgestanden. Und wenn ich kurz vor Sonnenaufgang aufstehe, das war ein Sonntag, das ist genauso ruhig wie jetzt. Es ist einfach nichts. Nach 53 Minuten habe ich das erste Auto überholt. Und bis dann bin ich einfach allein gefahren. Und wie das so aussehen kann, wenn man einfach so allein unterwegs ist, habe ich auch schon ein Video gemacht. Das ist am Morgen etwa so um die 5:30 Uhr. Sehr ruhig. Das war eines der ganz, ganz, ganz wenigen Mal, wo ich auf der Strecke zurückgefahren bin, zum Kamera wiederholen. Ein anderes Mal war auch in der Slowakei, da haben wir sie vergessen irgendwo. Da bin ich nicht so gerne zurückgefahren. Auf jeden Fall morgen, das ist etwas so Schönes, wenn man sieht, wie die Welt verwacht. Das ist etwas, was ich auf der Tour auch gelernt habe. Das ist eigentlich gratis. Morgen aufstand, das Spektakel zu sehen, was die Natur zu bieten hat. Wo ich bis dahin jeden Tag einfach zu einem gewissen Teil verschlafen habe. Außer ich musste in die Ferien müssen und bin darum am Morgen um 4 Uhr aufgestanden. Auf jeden Fall bin ich an diesem Tag weitergefahren und es sind plötzlich so Sachen gekommen, die weiss, man weiss, die gibt es, aber die verdrängt man irgendwie. Zum Beispiel das hier. Ihr seht es nicht so gut, die Auflösung des Bildes ist recht schlecht. Das sind Sonnenblumen. Ich weiss nicht, wie viele Milliarden Sonnenblumen das gewesen sind dort. Aber sehr, sehr, sehr viel irgendwer kommen durch die Sonnenblumen, die wir hier in unserem Leben kaufen. Da fahren wir einfach ganz allein durch ein riesiges Sonnenblumenfeld. Das ist super. Das war am Morgen gewesen. Die Einsamkeit ist einfach schön. Dann irgendwann am Nachmittag rein. Man entwickelt so ein bisschen seinen Rhythmus, wenn man ein bisschen Hunger hat und man fährt auch auf den Körper los. Also es ist wichtig, dass man nicht in ein Hungerloch hineinfährt und dann nicht mehr weiterfahren kann. Und dort an diesem Tag hat es zwar schon Ortschaften gehabt, aber die meisten Läden sind zu gewesen. Oder die haben halt einfach nur irgendwie Bier ausgeschenkt. Und ich habe einfach immer mehr Hunger bekommen, immer mehr Hunger und gemerkt, hey, langsam könnte jetzt wirklich etwas kommen. Und dann bin ich in den Beiz von dem guten Herrn gelandet. Das war eigentlich wirklich ein Beiz, wo eher ein bisschen Alkohol konsumiert wird als gegessen. Ja, ich habe ihn gefragt, hast du etwas zu essen? Und er hat gesagt, ja, die Küche macht erst irgendwie 3 Stunden auf. Schade. Aber ich habe eine Familienpackung Bombschips.
Wenn ich Hunger habe und ich weiss, ich bin ein Velorenner, dann esse ich problemlos eine Familienpackung Pommeschips. Und das Gesündeste, was es dazu gibt, ist 1,5 Liter Gocki. Die zweite Hälfte von der Packung, die ist ein bisschen zäh geworden. Aber es ist gegangen. Es ist relativ einfach. Auch in Italien bin ich von Gelateria zu Gelateria. Ich habe unglaublich viele Kalorien reingehauen. Ich habe pro Tag, glaube ich, etwa 7.000 oder 8.000 Kalorien verbrannt. Es war egal, was ich gegessen habe. Ich habe es eh einfach verbrannt und ich habe es abgenommen. Darum liegt halt auch mal 1,5 Liter Cola und eine Familienpackung Pommeschips drin. Ich habe es gesagt, ich habe meistens am Abend um 6 Uhr habe ich geschaut, wo ich übernachten könnte. Und habe dort ein Hotel gebucht. Ich hatte in Slowakei ein Problem mit dem Internet. Ich habe so eine EU-Roaming-Karte, wo ich in jedem Land in der EU Internet hatte. Aber in Slowenien hat das irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und das war ein kleines Poker. Hat es echt dort ein Hotel? Und wenn ich einfach so mal losfahre, dann möchte ich dann schon sicher sein, dass es dort auch wirklich ein Hotel hat. Und wenn es dort keins hat, dann muss ich weiterfahren. Und vielleicht mag ich den aber nicht mehr. Dann wird es richtig haben. Dann habe ich ein bisschen recherchiert und gesehen, da hat es eine Ortschaft, die ist zwar irgendwo in den Bergen oben, liegt an der Strecke. Dort hat es etwa 5 Hotels auf 2000 Einwohner. Schlecht safe, funktioniert. Bin ich da draufgefahren? So hat es ausgesehen. Bombastischer Sonnenuntergang. Das habe ich selten gesehen. So. Übrigens, auf diesem Pfosten habe ich die Kamera eingestellt und bin nachher einmal so gefahren. Kleines Detail. Ich war in der Ortschaft, gewesen, wo ich schon reingefahren bin, links und rechts Kind gewesen, und habe Blüubli umgerührt. Dann habe ich gedacht, es wäre einfach nicht nötig, dass so eine riesige Begrüßung noch will ich jetzt kommen. Und es war einfach eine riesige Partystimmung in diesem Dorf. Und zum ersten Hotel, wo ich bin, sagte, du willst schwierig mit übernachten, wir haben ein Dorffest. Es sind alle Verwandten und Bekannten überall sind gekommen. Sie haben alles ausgebucht. Ich habe dann immerhin ein Sandwich bekommen irgendwo. Dann habe ich die Karten angeschaut, ich bin schon über 2 Pässe hineingefahren. Ich meine, das sind nicht so passend, wie man jetzt irgendwie Gotthard könnte, aber es gleich ein bisschen dran. Als ich auf die Karte geschaut habe, habe ich gesehen, okay, die nächste Ortschaft, die es gibt, überhaupt. Und dann ist 3 Pässe dazwischen. Jetzt habe ich 2 Möglichkeiten. Entweder ich liege am Boden und fahre brüllen, oder ich hocke aufs Velo und fahre weiter. Das habe ich dann auch gemacht. Ich bin am Abend nachher in Poprad angekommen, in Slowakei, und bin an diesem Tag 16 Stunden und 42 Minuten unterwegs gewesen. Das ist extrem lang. Das ist nicht nur extrem lang für die Muskeln, sondern auch extrem lang für den Sattel. Ich bin mir das nicht gewöhnt. Das ist etwas, das kann man nicht trainieren. Also ja, man könnte im Büro einen Velosattel lernen, aber das macht man nicht. Ja. Das Coole ist, Poprad war beim Checkpoint Nummer 3 in der Slowakei. Das heisst, ich war eigentlich schon sehr, sehr weit im Rennen. Und zwar, es ist irgendwo unten. Und dort ist es irgendwo aufgegangen. Ich habe auch nicht genau gewusst, wo. Aber das GPS hat eine rote Linie gehabt. Ich bin unter der roten Linie nachgefahren. Kommt schon gut. Am nächsten Morgen losgefahren, dort Richtung High Tatras Mountains. Das ist sehr berühmt auch zum Skifahren. Dort hin und gehe zu meinem Checkpoint. Irgendwo in einem Wald drin. Der zweite und dreht einfach nichts. Auf meinem GPS ist gestanden, da ist der Checkpoint. Ich dachte, das kann ich nicht sein. Ich meine, ich habe so akribisch recherchiert und alles. Das kann ich nicht sein. Also ich kann nicht die Daten falsch eingegeben haben. Das habe ich alles kontrolliert. Dann habe ich das Race Manual vorgesucht, weil man genau alle die Sachen sind irgendwo dokumentiert. Dann habe ich gesehen, dass ich eine alte Version vom Race Manual und dort ist drin gestanden, das ist ein provisorischer Checkpoint. Der richtig wird noch bekannt gegeben. Ich bin es halt ein provisorischer gewesen. Das hat auch erklärt, wieso das ich der Einzige war. Ja, ich habe mich dort wirklich gefreut, dass dort nur irgendwie eine halbe Stunde draufgegangen ist und nicht irgendwie
Monte Grappa 3-4 Stunden. Dann fahre ich dann die richtigen GPS-Koordinaten eingeben und dann heisst es, du fährst so dort rauf. Und dann bin ich halt noch dort raufgefahren. Ich hatte nichts zu morgen, weil ich nicht mit dem gerechnet, dass ich jetzt dort noch rauffahre. Und dann bin ich direkt hier oben gestanden. Ich hatte sehr Hunger diesen Morgen. Das Coole war, beim Checkpoint war ein Hotel. Und ich habe dort wirklich das ganze Frühstücksbuffet einfach geplündert. Und jetzt waren auch andere Fahrer, andere, die letzte Nacht raufgefahren sind oder solche, die gekommen sind. Und jetzt könnt ihr euch das ein bisschen vorstellen. Man hockt dort an einem oder mehreren Tisch mit Leuten, die jetzt auch am Rennen teilnehmen. Und man redet so. Es ist gut gegangen. Mama. Es war noch streng da oben, gell? Mhm. Das ist so das Level von Konversation. Es sind hauptsächlich einfach sehr müde Leute an diesem Tisch gekommen. Und haben dann so ein bisschen zum Morgen reingelaufen. Es hat dort in dem Hotel auch noch andere Hotelgäste gehabt. Und ich stelle mir die Situation sehr lustig vor. Aus ihrer Perspektive, sie nehmen frei, sie gehen dann ins Hotel, in den Bergen rauf. Stehen am Morgen auf und hat jetzt einfach einen Tisch voll stinkende Leute, die sich anschmiegen. Ja. Auf jeden Fall bin ich dort runtergefahren, wieder von dem Pass. Bin happy gewesen, dass ich jetzt den dritten Checkpoint, auch den Parkour gemacht habe. Da bin ich aber immer wieder rausgeklickt aus den Klickpedalen. Und ich habe, als ich losgefahren bin, nigelnagelneu neue so Klickplatten gekauft. Ich habe nicht gedacht, dass ich innerhalb von 8 Tagen Klickplatten durchlaufen könnte. Komplett. Da bin ich im Moment nervös geworden. Weil, such mal genau das gleiche Modell in der Slowakei. Ich hatte einen riesen Schwein, dass ein riesengroßer Laden dort hatte. Ein Wintersportladen. Und der hat auch noch eine Veloabteilung gehabt. Mit genau dem Modell, das ich gebraucht habe. Das ist das hier oben. Was mich aber noch fast ein bisschen mehr gefreut hat als die Klickpedale, ist die Dose mit jetzt ist mir empfallen. Mit der Sattelgrimme. Weil, ja, wenn man so lange auf dem Sattel hockt, tut es irgendwann weh. Und die Sattelgrimme kann unglaublich helfen. Und ich habe auch dort eine ganze Packung durchgelassen. Und ich habe da nicht gedacht, dass ich drinnen habe von ein paar Tage einfach so eine ganze Packung durchlassen. Ja. Ich habe immer noch den Blick von dem Verkäufer in Erinnerung, wie er mich einfach wundern angeschaut hat, wo ich einfach euphorisch ausgebrochen bin, dass er diesen Sattel drin hat in der Slowakei. Ich war super gut gelaunt, super wieder ausgerüstet, es konnte weitergehen. Dann irgendwann haben wir das Knie angefangen weh tun. Und ich habe mir selber etwas abgemacht. Ich habe gewusst, das was ich jetzt da mache, das ist höchstens nicht so wahnsinnig gesund. Das ist einfach so. Aber der Körper ist ein unglaublich genialer Mechanismus, der extrem viel verkraften kann. Also der ist extrem anpassungsfähig. Was aber nicht geht, ist, dass ich mir jetzt dort irgendeine Verletzung hole, die ich nachher das letzte vom Leben mit mir herumtrage. Das ist mir das definitiv nicht wert. Und ich habe über die Jahre hinweg so ein Gespür entwickelt, was sind Schmerzen, die man ignorieren kann. Und Blatt, das kann mega wehtun. Aber die geht weg. Und das sind Schmerzen, die man nicht ignorieren kann. Wie zum Beispiel das Knie, das ein bisschen zuckt. Das tut vielleicht nicht so weh. Aber dann weiss man, da muss ich jetzt wirklich aufpassen. Und an dem Tag hatte ich plötzlich Knieschmerzen gehabt. Und ich wusste, jetzt ist fertig. Und ich habe alles wirklich ausprobiert mit verschiedenen Trepptechniken und so. Und es hat einfach wirklich wehgetan. Da bin ich ein bisschen traurig gewesen. Ich habe so viel in das Rennen investiert. Ich meine, ich bin schon mega weit gekommen. Aber ich wollte nicht aufgeben. Und ich habe aber auch gewusst, es ist mir nicht wert, meinen Körper zu kaputt machen, nur für dass ich sagen kann, ich bin dann irgendwann im Ziel gewesen.
Dann irgendwann am Nachmittag habe ich ihn getroffen, einen australischen Fahrer, hat im Strassengraben geschlafen, ist gerade verwacht. Was normal, wenn das Transcontinental nicht verfahren, das ist normal. VV, Australien, super happy, oder? Die ganze Zeit, hey dude, how are you doing? Everything okay? Sagt, nein, ist einfach nicht okay. Ich gebe heute glaube auf. Mein Knie tut weh. Das war wirklich heftig. Er sagt, hey, nein, du bist super im Zeitplan und so, nimm da Pausen und schaffst es. Und auch wenn du einen Tag später ankommst im Ziel, spielt überhaupt keine Rolle. Hey, du bist super drin. Und dann hat mich mega aufgestellt. Und wenn er nicht gesehen wäre, hätte ich an dem Tag, in dem Moment das Rennen abgebrochen. Bin ich wieder aufs Velo gehockt, ganz langsam weitergefahren. Und mein nachher ist es irgendwo so drauf gegangen, relativ lang. Ich weiss nicht, ich bin da drauf gefahren, ganz langsam, genau so, dass mir eben nicht weiter hat. Ich habe gebrüllt, ich habe nicht aufgeben. Ich habe so viel investiert, ich habe einen Job gekündigt, dass ich an den Männern teilnehmen konnte. Also es hat mir wirklich etwas bedeutet, dann wollte ich doch nicht aufgeben. Und etwa 2 Stunden später treffe ich ihn wieder an. Er hat sich verfahren und ist wieder weiter. Das hat mich mega aufgestellt. Er ist auch richtig langsam unterwegs. Er ist auf jeden Fall dann los und weitergefahren. Er ist dann gleich einiger schneller gewesen. Am nächsten Tag gelesen über Facebook, dass er das Rennen aufgegeben hat. Am nächsten Tag. Ich bin überhaupt nicht irgendwie ein esoterischer Mensch oder so. Aber das ist mir recht neu gegangen. Weil ich habe nicht gemerkt, dass er der ist, der die Hilfe gebraucht hat. Und er, ich habe das irgendwie so wahrgenommen, wie er mir jetzt die letzte Energie hat auch mir gegeben, dass ich weiterfahren kann. Und ich habe nachher mit ihm noch geschrieben und er hat gesagt, nein, ist voll kein Problem und es hat mir irgendwie nicht so gepasst. Und ja, für ihn stimmt es. Aber in dem Moment, als ich das gelesen habe, das hat mich irgendwie recht mitgenommen. Auf jeden Fall ist das Rennen weitergegangen. Ich bin wieder Richtung Süden, auf Ungarn gekommen. Quizfrage. Weiss irgendjemand, was das ist? Das ist ein Hühnerfarm. Und zwar bin ich an diesem Tag in Ungarn an sehr vielen solchen Hühnerfarmen vorbeigefahren. Dass ihr euch das vorstellen könnt. Das sind so Anlagen, von denen hat es genau das gleiche da noch eins und vorne noch eins. Die sind recht gross. Und jeder einzelne Halle, also es sind ganz viele Hallen hintereinander, jeder Halle hat so einen riesen Ventilator, der die Luft rausbläst, von all dem Geschmack, der halt drin so ist. Und das schmeckt man über Kilometer. Also teilweise bin ich durch das Dorf durchgefahren und ich habe gewusst, ich komme jetzt zum Wald und hinter dem Wald haben sie irgendwo so eine Anlage. Und ich wollte jetzt nicht sagen, wir müssen alle vegan werden und so. Aber als ich das erste Mal gesehen habe, live, was eigentlich so Massentierproduktion bedeutet, und eben, was es auch heisst, mit Gestank, der im Dörfer innen ist, und das ist permanent dort. Da habe ich wirklich müssen sagen, das habe ich ein bisschen anders eingeschätzt. Und seitdem habe ich mein Ernährungsverhalten wenigstens so angepasst, dass ich schaue, dass ich das Fleisch mit einem besseren Gewissen kaufe aus der Region. Vorher bin ich an diesem Tag weitergefahren. Da seht ihr übrigens die wunderschöne Damenjacke, die ich gekauft habe. Das war ein Umgang. Und durch die Gegend, wo ich gefahren bin, das ist ja, über so eine Stadt und Land, das ist relativ ein grosses Gefälle. In der Stadt innen hat es wunderschöne Gebäude gehabt. Und außerhalb hat es relativ wenig gehabt. Als ich das Foto gemacht habe, da hinten seht ihr ganz, ganz klein irgendetwas. Das ist ein Mann, vorne ein Ross und hinten also auf einem Pferdefuhrwerk. Ich habe dort angehalten, ich habe etwas gegessen, ein Foto gemacht. Und dann fährt er näher hin und dann winkt er. Wir sind schon fast alle 10'000 gesehen, geschätzt etwa so
40. Ich habe gemerkt, er will etwas von mir, er will Geld oder Essen und ein bisschen Handzeichen gemacht, dann bin ich dort drüber. Und nachher wurde er von hinten, es war so eine Abdeckbahn, wurde die rauf, da war seine Frau drunter gesehen, mit etwa 4 oder 5 kleinen Kindern. Und noch so ein bisschen Gegenstände und so. Und aus dieser Situation muss er gar nicht davon aus, das Pferdefuhrwerk und das, was da drauf ist, das ist alles, was die Familie überhaupt hat. Das ist komplett absurd. Da ist man so mit Hightech-Kriegen und trifft man so Leute an, die einfach nichts haben. Und mich hat das recht ergriffen. Ich habe dort alles Mögliche, was ich hatte, an Bargeld. Ich habe relativ wenig Bargeld dabei gehabt, weil ich meistens nicht so lange in dem Land war und es sich wahrscheinlich gelohnt. Habe ich ihm gegeben, ich habe das Essen gegeben, obwohl ich eigentlich Hunger hatte, weil ich wusste, ich kann wieder Neues kaufen. Das ist mir relativ nahe gegangen. Und als ich nachher weiter runtergekommen bin, auf Rumänien, dann ist es nachher weitergegangen. Ich habe für die ganze Reise 2600 Franken ausgegeben. Für alle Hotels, für alles Essen, für alle Flüge, für gute Kante. Das Velomet, das ist noch etwas Zusätzliches. Das durchschnittliche Jahreseinkommen in Rumänien ist 5800 Franken. Und das ist etwas gesehen, muss ich sagen, das habe ich komplett unterschätzt. Für mich Armut, das ist so in Afrika ganz weit weg, dort hat so kleine schwarze Kinder mit einem runden Bauch, das ist Armut. Aber doch nicht in der EU, das kann ja nicht sein. Und das Vetter ist nicht von mir, weil ich habe es irgendwie... Es ist mir irgendwie gegen den Strich gegangen, dass ich Leute fotografiere, wie es ihnen schlecht geht. Ich habe jetzt das Gleiche gesucht, um zu zeigen, das sind solche Dörfer, wo ich durchgefahren bin mit meinem Hightech-Equipment. Ich habe mit Google Translator Sachen gesagt und in die jeweilige Sprache übersetzt. Ich hatte eine Situation, dass jemand mich etwas fragen wollte, dann habe ich das übersetzt und ihm gezeigt. Das war etwa ein 18-jähriger junger Mann. Der hat mein Telefon angeschaut, der hat mich angelächelt. Und dann habe ich es umformuliert, dass ein anderer Text ist. Nein, ich zeige, er hat mich angelächelt. Dann habe ich plötzlich gemerkt, der kann gar nicht lesen. Das war für mich absolut unvorstellbar, dass ein 18-jähriger gar nicht lesen kann. Auf jeden Fall, das war etwas, das ist mir dort recht nahe gegangen. Und das ist auch plötzlich alles recht absurd geworden. Es ist für mich ein Ferienabenteuer. Und die Leute haben dort wirklich von Tag zu Tag zu kämpfen. Ich bin dann auf jeden Fall ein bisschen abgelenkt worden. Von diesen Kollegen. Die in Rumänien haben auch zu kämpfen. Und das sind auch Hunde. In diesen Regionen, wo ich gesehen bin. Die sind nicht immer so wahnsinnig freundlich. Ja, am einen Morgen, das war wieder relativ flach, dachte ich so, hey, jetzt stehe ich wieder früh auf, heute mache ich wieder einen richtigen Kilometer. Bin ich am Morgen irgendwie so um die 4 Uhr mal losgefahren, es war schon dunkel gewesen, und dann fahren wir so durch die kleinen Ortschaften durch, die wir vorher gesehen haben. Das ist alles einfach ruhig. Und wenn ich mit dem Velo unterwegs bin, Nacht, dann bin ich in richtige Disco gelaufen. Gegen vorne blinks, gegen hinten blinks, ja. Ich stelle mir das recht krass vor, als rumänischer Hund, wenn jetzt also ein Disco kugelt, rein zu fahren kommt, zwar relativ schnell. Mit dem Morgen weiss ich auch, woher das die Redewendung kommt, du sollst keinen schlafenden Hund wecken. Weil, am ersten Hund fährt man vielleicht problemlos vorbei. Aber wenn der einen schon anfängt zu bellen, dann werden alle seine Kollegen in dem ganzen Dörfchen wach. Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen, das ist in Rumänien, das sind Straßen nicht so gut, Straßenlampen gibt es sowieso nicht. Da muss man einen rechten Kopf beieinander haben, wenn man eben jetzt Nacht an Hunden vorfährt, die von allen Seiten kommen, die man nicht sieht. Die meisten sind ja noch schwarz. Und dann hat es wirklich so eine Situation gegeben, einmal habe ich 3 Rottweiler neben mir, und zwar ziemlich genau da. Ich habe in meinem Leben noch nie wirklich Angst gehabt, dort habe ich wirklich Schiss gehabt. Und die Rottweiler,
die haben nicht mehr gebellt, die haben knurrt. Und sie sind da. Höchstens haben sie das Essen geschmeckt, das ich irgendwo dabei hatte. Ja. Ich meine, das Gute ist, wenn man aus einem Dörfchen rausfährt, dann hat es nicht mehr so viel Hunde. Das ist einfach... Sättige. Das ist auch kein Foto von mir, ich habe keine Wolf gesehen. Beim Recherchieren habe ich irgendwo gelesen, dass Behörden die Leute, die Einwohner gewarnt haben, sie sollen nicht mehr den Abfall die ganze Zeit neben der Straße rausrühren, da kommen die Wölfe. Ich weiss nicht, ob es so ist, aber es hilft für den Kopf nicht, wenn man das gelesen hat. Man wird von Hunden verfolgt und man fährt jetzt in den Wald rein, wo links und rechts ein bisschen Abfall liegt. Ja? Also, ich meine, es ist normal, in einem Wald raschelt es ein bisschen und das ist normal. Wenn aber weisst, hey, da leben Wölfe. Also ich habe noch viel weniger Lust auf Wölfe, als in der Rottweiler, wo man ansäckelt. Auf jeden Fall fahren wir dann aus dem Wald raus und dann kommt die nächste Ortschaft. Und was hat es dort? Hunde. Bis zum Sonnenaufgang ist einfach mein Adrenalinpegel so unglaublich hoch gesehen. Also das ist kein Witz, ich habe meine Herzdaten angeschaut. Das ist wirklich... Das ist heftiger gewesen als ein Actionfilm und man schläft dabei. Ich war wirklich froh, als die Sonne aufgegangen ist. Da habe ich wenigstens gesehen, wo das die Hunde sind. Und zwar ein bisschen früher, als sie mich vielleicht gesehen haben. Ich hatte immer noch Hunde gehabt. Ich habe es angetönt, die Strassen sind teilweise nicht so gut gewesen. Ich habe das Video, wie so eine Strasse aussehen konnte. Am besten schaut ihr auf meinen Arm und dann seht ihr, was das genau war. Dann holpert es ein bisschen. Ich meine, ich habe super Velo-Carbon, das frisst fast alles weg. Aber wenn er schon relativ lange auf dem Velo hockt und der Sattel vielleicht schon ein bisschen das Bügel gedrückt hat und vielleicht auch schon ein bisschen offen ist, dann ist das nicht so cool. Es ist auch nicht so cool für die Handgelenke, die einfach seit über einer Woche so machen und es halt noch ein bisschen schüttelt. Und es ist auch nicht so cool für die ganze Streckenplanung. Wenn es holpert, fährt man weniger schnell. Das heisst, ich fahre dann vielleicht nur irgendwie 18 Stundenkilometer als 25. Und wenn man das ein paar Stunden macht, dann ist ein echt grosser Unterschied. Auf jeden Fall bin ich an den letzten Checkpoint gekommen. Das müsste das 4 sein. Und zwar das ist der Transfagarashan Highway. Ich wüsste gar nicht, dass ich das Wort Transfagarashan geübt habe, dass ich das da so wunderschön sagen kann. Der Transfagarashan, das ist ein Pass, der ist relativ flach. Aber ist von der einen Ortschaft bis zur anderen sind es 113 Kilometer. Das ist relativ weit. Und ist vor allem bekannt von Top Gear. Die haben dort mal eine Sendung gemacht, wo sie Auto getestet haben. Ist landschaftlich super schön. Ich habe gewusst, der Pass kommt. Ich war am Nachmittag unterwegs gewesen. Und mein Ziel war eigentlich, dort wo man den Stempel folgt, das ist so schon im Pass, dass ich dort rauffahre. Ich war schon den ganzen Tag unterwegs gewesen, und morgen das mit den Hunden und mit den Wölfen, die ich zwar nicht gesehen habe, aber oben hatte ich Wölfe gehabt. Und dann bin ich am Abend dort hingefahren, an Fuss vom Pass. Und dann haben wir überlegt, soll ich jetzt dort rauffahren. Und auf Facebook hat ein oder andere gesagt, hey, dort hat es ein paar Bären. Da muss ich sagen, hey, ich habe heute Morgen so viele Geschichten gehabt mit Tieren, ich habe jetzt null Lust auf irgendwelche Bären. Und dann habe ich dort an dem Tag gesagt, so, jetzt ist es finito, wir haben es heute. Und der Typ vom Hotel dort, der hat es super cool gefunden, was ich da so mache, und dann ein Bier gegeben. Das Bier hat wirklich gut geschmeckt. Wirklich. Ich habe es am nächsten Morgen ein bisschen geschmeckt, aber hier war es richtig schön verzählt. So hat die Strecke aus am nächsten Tag. Zuerst drauf, nicht so steil, aber lang. Und dann eigentlich nur noch drauf. Also eigentlich super. Das ist eine perfekte Strecke. Morgen ein bisschen
zusammenbissen und dann ist gut. Ja, mein Knie hat mir eben immer noch wehgetan. Und ich bin immer noch sehr auf Sparflammen gefahren. Dass ich am Tag vorher von heute fahren musste, hat die Problematik nicht unbedingt verbessert. Ich habe mich dort wirklich aufgekämpft, weil auch in dem Hotel, wo ich am Morgen um 4 Uhr losgefahren bin, dort hat es nicht eine schöne Rezeption, wo man kann sagen kann, ich hätte jetzt noch gerne ein Schinken-Sandwich zu mitnehmen. Dort hat es einen Select-Automat gehabt, mit so schön abgepackten Art Brötli. Etwas so haben sie auch geschmeckt. Und das war bis zum Morgen, gewesen, etwa 4 von denen. Aber wenn man halt das mit Wasser auffährt, hat man gerne noch ein bisschen mehr gehabt, als einfach nur so Brötli. Beim Checkpoint war ich super happy. Und ich wusste, hey, das ist der letzte Checkpoint, jetzt geht es Richtung Ziel. Und ich bin immer noch im Zeitlimit drin. Also jetzt kann eigentlich nicht mehr so wahnsinnig schief gehen, jetzt ist super. Und als ich dort den Stempel abgeholt habe, dann die Frau, die dort, das mitorganisiert hat, die hat auf dem Screen hat sie alle Fahrer gehabt. Dann hat sie gesagt, du, hast du irgendein Problem mit dem GPS? Du bist die ganze Zeit so Startblubber. Ich sagte, nein, das ist kein Problem auf dem GPS. Ich habe so viel Pause gemacht. Ich konnte einfach nicht mehr schneller fahren. Irgendwie alle 100 Höhenmeter habe ich wieder 5 Minuten Pause gemacht, weil ich nicht mehr mögen. Ich hatte nichts morgen gehabt. Ich bin durch die ganze Strecke einfach müde gewesen. Und ich habe einfach nur noch den Pass aufwählen, dass es nachher gut ist. Weil ich wusste nach Gasserad. Ich habe auf einen Checkpoint einen angetroffen, der ist am Tag vorher noch raufgefahren. Und hat mich dann gleich Wunder genommen. Hast du die Bären gesehen? Gestern? Ich sehe ja, etwa 4 Stück. Zwei davon hat er gesehen, weil irgendwo rumänische Leute gezeltet haben und die haben die Bären mit Pizza gefüttert. Ja. Auf jeden Fall, ich habe keinen Bär gesehen. Ich bin weitergefahren. Es ist dann abgegangen, es ist Richtung Süden gegangen. Obwohl ich langsam unterwegs bin, immer noch top motiviert gewesen. Dann bin ich in Rumänien an die berüchtigte Grenze gekommen, wo eben eine Fähre ist. Und wie soll es anders sein? Ich habe sie gerade verpasst. Ich habe ein paar Stunden gewartet, bis die nächste Fähre gekommen ist. Weil es hat da auf der Kartenbrücke und da. Und ich weiß nicht, wie viele 100 Kilometer das ist, aber es ist sehr, sehr, sehr weit. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen, in Rumänien so einen Grenzübergang mit einer Fähre. Der Grenzübergang dort ist hauptsächlich auf Gütertransport ausgelegt. Eine riesengroße Betonfläche, kein Restaurant, nichts. Und dort warten wir. Keine Möglichkeit für Schatten, nichts zu trinken. Wir warten einfach, bis irgendwann die Fähre kommt. Dann gehen wir mal auf die Fähre, fahren rüber. Und dann kommen wir zu Schildern, wo man keine Ahnung hat, was das überhaupt heisst. Und spätestens dann bin ich wirklich weit aus der Komfortzone gesehen. Und da konnte ich auch nicht mehr identifizieren, ist das ein Metzger oder ist das irgendwie ein Kiosk. Es war einfach so ein Rötel. Auf jeden Fall in Bulgarien, als ich erstmal so unterwegs war, habe ich ihn angetroffen. Das ist der einzige Rennvelofahrer, den ich angetroffen habe, ausser von den Teilnehmern in Osteuropa. Das muss man sich das vorstellen, so, wenn man in Bulgarien Velo fährt. Er hat kein Veloweg. Und auch die Strassen, die sind leicht abfallend auf der Seite. Sie sind auch nicht wirklich so breit. Da hat halt teilweise Lastwagen bekommen mit Anhänger. Und wie so wie, und dann kommt auch ein Lastwagen mit Anhänger. Da bin ich doch das eine oder andere Mal einfach mal pro forma in die Wiese rausgefahren. Weil ich wusste, es wird eng und es wird nicht eng. Wie die Lastwagenfahrer mich nicht respektieren oder so, es hat einfach keinen Platz auf diesen Strassen. Und das macht man zwei. Also es war nicht so komfortabel gewesen zum Velofahren. Im Gegensatz zu dieser Strecke in Venedig würde ich mich da definitiv nicht empfehlen, dort zu Velofahren. Auf jeden Fall habe ich ihn angetroffen und er ist da top motiviert unterwegs. Dann habe ich gesagt, du, jetzt musst du mir aber gleich noch eins sagen. Nein, wieso hast du nicht einmal einen Helm an? Mhm. So, weißt,
Wenn etwas passiert, dann bringt er da einen Helm auch nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall bin ich am Abend auf Sofia gefahren. Und als ich so dort auf Sofia reingefahren bin, habe ich kein Hotel gebucht. Ich habe einfach gewusst, Sofia hat ein Hotel. Und dann das erste beste Hotel genommen, wo ich mir ein bisschen Nachschein gemacht habe. Dann laufe ich so dort rein und das ist so für unsere Verhältnisse ist es ein normales Hotel gewesen. So ein normaler Standard für bulgarische Verhältnisse ist es ein sehr, sehr gutes Hotel gewesen. Dann komme ich dort rein, schon ein Portier dort gehabt, mit dem Velo gestinken. Das ist ein Denken. Auf jeden Fall gesagt, ich hätte gerne ein Zimmer. Sie mir da gesagt, so, 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 so. Dann haben wir angefangen zu erklären, ja übrigens, morgen geht es von dem bis dann und da kannst du das und das Internet funktioniert so und übrigens, wenn du willst, man hat einen Fitnessraum drunter, da ist ab und an. Kann ich nicht brauchen. Ich habe es noch überlegt, nein. Vorher bin ich dort in dem Hotel gesehen. Da habe ich mein Shirt angeschaut. Als ich losgefahren bin, war das Shirt nigelnagel neu. Jetzt ist es nicht mehr so neu ausgesehen, nach irgendwie 10 Tagen. Ich fahre sehr, sehr viel Velo. Ich habe noch nie ein Velo-Shirt kaputt gemacht, außer bei einem Sturz. Aber das Shirt, das hat einfach verbraucht ausgesehen. Ich muss fairerweise auch sagen, ich habe das nicht jeden Mal schön gewaschen, sondern meistens bin ich einfach mit den Kleidern unter der Dusche gestanden und so habe ich die Kleider gewaschen. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich das Shirt ein paar richtig angeguckt habe, musste ich sagen, hey, das, was du machst, das ist glaub, wirklich krass, dass Kleider kaputt gehen, ohne dass irgendwie etwas passiert. Auf jeden Fall bin ich am nächsten Morgen in Sofia, eigentlich ein bisschen warten, weil ich bin noch gegen Velo genug kaufen. Das heisst, ich konnte ausschlafen bis ich um 8 Uhr. Das war brillant. Ich bin dann losgefahren und in sättige Straße gegangen. Das ist so ein Level, da kann man mit dem Rennvelo einfach nicht mehr fahren. Es geht nicht, da läuft man. Mit Rennvelo-Schuhen und Klickpedalen läuft man nicht so gut. Vor allem nicht auf solchen Strassen. Ja, da verliert man halt ein bisschen Zeit. Aber es geht weiter. Wenn wir es auf der Karte schauen, Bulgarien bin ich jetzt schon relativ weit unten, so gleiche Höhe in Mittelitalien. Im Sommer, das ist warm, das ist sehr warm. Ja, und ich habe mich dort halt so gut wie möglich probiert von der Sonne zu schützen, wie es halt geht, wenn man verrost an der Sonne ist. So klein wie möglich machen, alles Mögliche zudecken, dass es ja keinen Sonnenbrand gibt. Und dann irgendwann bin ich an einem gewissen Punkt gekommen und dort war die Strecke gesperrt. Und zwar, während dem Rennen ist dort jemand durchgefahren und der hat an den Rennorganisatoren gesagt, sperre die Strecke, ist gefährlich. Da darf man nicht durchfahren. Und, die Organisatoren haben dann den Streckenabteil dort gesperrt, weil anscheinend muss das eine Autobahn sein mit Tunnel ohne Sicherheits Linie, aber offiziell dürfen Velo drauf fahren. Und ja, jetzt hat es dort halt nicht alle 20 Meter eine Straße. Das heisst, die nächste Straße, die auf Griechenland geht, geht über den Pass über auf Mazedonien. Ich bin dort an den Pass gekommen, am Nachmittag wegen der Mais rum und bin angefangen, den Pass hochzufahren. Es ist warm, es ist sehr warm gewesen. Und ich hatte eben auch nur zwei Trinkflaschen dabei, es hatte nicht so viele Ortschaften, also irgendwann ist langsam ein bisschen kritisch geworden. Aber man fährt einfach weiter und man fährt und man fährt. Und irgendwann haben die Bauarbeiter zum Fahren gekommen, die haben angehabt und mich gefragt, geht es so gut? Und in diesem Moment habe ich wirklich gedacht, wenn dich bulgarische Bauarbeiter fragen, ob es so gut geht, dann siehst du auch wirklich Es war ein Pass. Gewesen. Ich bin auf den Pass hochgefahren, irgendwann bin ich oben gewesen. Ich habe mich da auch nicht mehr ganz so flauschig gefühlt. Und ja, es sind relativ viele Autos und Lastwagen sind da gestanden.
Und der Grenzübergang zu Mazedonien, der sieht etwas happiger aus als der, den wir in Basel oder so haben. Also, die Leute stehen nicht dort mit dem Selektiv, sondern die stehen dort so mit Knarren. Kommen sie mit dem Velo zu fahren. Dann läuft vorne einer raus und sagt, du, führe komm. Dann fahren wir die ganze Kolonne mal vorbei. Fragt ihn, are you going to Meteora? So, ja. You are late, my friend. A lot of people already are gone. Ich bin auf Anfang nicht mit relativ wenig administrativen Aufwand über Grenzen lang. Ich war in Mazedonien. Ich war vorher noch nie in Mazedonien. Es war ein Dorffest, Hochzeiten. Durchgefahren. Sehr spannend. Eine Mischung zwischen Vierer-BMW und Traktoren auf der Straße. Auf jeden Fall musste ich dort so einen Bogen fahren und dort irgendwo habe ich gesehen, dort hat das Hotel hingefahren und ich wusste, ich gehe nur am Abend in Mazedonien und am nächsten Morgen gehe ich wieder auf Griechenland. Das lohnt sich gar nicht zum Geld auszuwandern. Im Hotel kannst du immer die EC-Kreditkarte zahlen. Geht immer. Außer in dem Hotel in Mazedonien. Da hat sie gesagt, du kannst nicht mehr Kreditkarte zahlen, die nächste Bank, Bankomat ist 20-30 km in die Richtung. Mal kurz überlegt, durchgerechnet, nein, mache ich nicht. Wirklich keine Lust. Auf jeden Fall hatte ich das Dilemma gehabt, hey, ich bin müde, ich will schlafen. Und du hast ein Hotelzimmer. Und ich würde es sogar auch zahlen, ist überhaupt kein Problem. Aber ich habe kein Geld jetzt gerade zum dir geben. Nach einer halben Stunde hin und her und schwierige Sprachbarrieren überwinden und so, haben wir es tatsächlich geschafft, dass ich bei einer Tankstelle in der Nähe können mit EC-Karte zahlen konnte. Sie geben mir das Bargeld und gehen sie so nachher im Hotel. Nein, es hat alles tiptop funktioniert dann. Wenn ihr den ganzen Tag auf dem Velo hockt, dann sind müde, ihr geht pennen und das nicht erst seit einem Tag, sondern relativ lang. Und ihr wisst, so lange schlaft man auch nicht. Und ich sage jetzt da einfach, dass die nicht einmal einen EC-Automat haben. Das sind natürlich meine Anforderungen. Das ist mein Problem. Alle anderen Hotelgäste, für die ist kein Problem. Da hat es innerlich schon recht gebrodelt und ich habe gewusst, das ist mein Problem. Alle anderen haben kein Problem. Auf jeden Fall habe ich dort übernachtet, bin am nächsten Morgen losgefahren, wieder einen wunderschönen Morgen gehabt. Und ich wusste, hey, jetzt geht es noch mehr Richtung Süden. Also im August, Griechenland, könnte auch wieder ein bisschen warm sein. Also stehe ich morgen früh los, dann ist es vielleicht ein bisschen später 40 Grad. Irgendwann bin ich an diesem Grenzübergang gestanden, Griechenland. Ich war wirklich stolz. Ich wusste, hey, das ist die 13. Grenze, die ich überqueren kann. Das ist die letzte. Nachher ist es relativ easy. Also klar, man muss immer ein paar hundert Kilometer fahren. Aber ich habe kein neues Land mehr. Als ich über Grenzen bin, habe ich einen Fahrer getroffen aus Holland. Und der war gleichzeitig mit mir auf der Fähre. Und hat mir erzählt, wie unglaublich grosse Distanzen er pro Tag macht und was er plant und wie und was. Er war gleich wie ich. Und ich bin nicht so gut unterwegs, aber das hat mich mega motiviert. Ich wusste, okay, so schlecht bin ich, glaube ich, nicht unterwegs. Er hat sich, glaube ich, irgendwo verfahren. Ja. Auf jeden Fall bin ich nachher Richtung Meteora gefahren, wo das Ziel ist. Ist von euch schon irgendjemand mal in Meteora gesehen? Meteora ist unter anderem bekannt durch den James Bond-Film. Dort ist der Bösewicht ist irgendwo oben gesehen und James Bond hat aufgemessen. Es ist, glaube ich, ein ehemaliger Vulkankrater, wo etwa 20 Klöster auf diesen Felsformationen sind. Es ist absolut surreal. Also es ist wirklich wie ein Disneyland, das man vor ganz, ganz langer Zeit mal gebaut hat. Und dort ist das Ziel. Und ich meine, im Gegensatz zum Beispiel zu dem Checkpoint in der Slowakei, irgendwo in den Bergen oben,
habe ich gewusst, hey, das ist landschaftlich, ist das etwas, auf das freue ich mich sehr. Und das hat mich auch wirklich angespannt, dass ich mal dort hinfahren kann. Wenn ich mir vorstelle, ich fahre auf Griechenland runter, dort, das ist recht weit unten auf der Karte, das nicht von daheim, sondern von Brüssel. Das hat mich recht angespannt, zum, am Morgen, wo es dann halt doch noch ein bisschen mühsamer wieder war, loszufahren. Ich habe gesagt, am Morgen ist es ein bisschen mühsamer zum Losfahren. Dass ihr euch das mal ein bisschen vorstellen könnt, was ich dort durchgemacht habe. Ich komme am Abend ins Hotel, liege irgendwo und dort schlafen. Wenn ich so lange auf dem Velo hocke und das tagelang der Kopf, der hat zwei Modi. Entweder oder und dazwischen gibt es nichts. Also entweder bin ich komplett gerade eingeschlafen und bis der Wecker geschaut hat, wirklich weg gewesen, oder ich habe fast gar nicht schlafen. Das ist das, was im Kopf passiert ist. Die Knie tun immer weh. Also ich liege dort auf dem Bett, die Knie tun immer weh, egal wie man liegt, die tun einfach immer weh. Es ist aushaltbar, es ist so ein Schmerz. Und ich weiss, der Backup tut immer weh. Ich habe es jetzt ein paar Mal angetan, ich bin Bürolist, ich bin mir nicht gewöhnt, so lange draußen zu sein. Ich habe relativ viel Sonnencreme verbraucht, ich habe super Equipment gehabt, aber irgendwann hat man Sonnenbrand. Zum Beispiel an den Oberschenkeln, wo halt die Hosen immer ein bisschen vorne und hinten gehen. Und ich habe halt im Sonnenbrand innen, da ist dann irgendwann so aufgepoppt, so schöne Blasen, und dort innen hat es noch einen Sonnenbrand gegeben. Medizinisch heisst es Sonnenbrand dritter Kategorie. Ja. Das heisst, wenn ich so im Bett drinnen liege, die Bettdecke geklebt, das ist nicht cool. Und was auch nicht cool ist, wenn wir so lange auf dem Velo hocken, dann haben wir irgendwann hinter einem Vögel auch das eine oder andere Löffel. Nee. Das klappt auch. Und das klappt eben nicht nur, wenn man im Bett drinnen liegt, sondern auch, wenn man am Morgen losfährt und dann kommt man so ein Schlagloch. Zack! Ha! Guten Morgen! Ja. Ich habe letzte Woche einen Vortrag gehabt. Da hat mich jemand gefragt, ach du, wenn das so weh tut, ich könnte das. Da musst du einfach ein bisschen reinkommen. Wie hast du das gemacht? An den letzten paar Tagen, als ich gefahren bin, musste ich auch ein bisschen reinkommen, um mich ablenken. Das reinkommen ist etwa 4 Stunden gegangen, bis ich nur, einfach nur an Schmerz gedacht habe. Also die Nächte sind auch nicht wirklich so erholsam gewesen, langsam ist auch wirklich gut gewesen. Vorher bin ich in Alexandria gewesen, am Morgen aufgestanden, losgefahren. Das erste, was ich sehe, ist ein Strasse voller Hunde. Nein, da fahre ich jetzt nicht durch, ich nehme einen anderen Weg. Ich habe einen riesen Umweg gemacht. Einfach nur nicht zum Morgen das allererste Mal heute davon fahren. Auf Anfang bin ich dann weiter Richtung Süden gefahren. Jetzt bin ich irgendeinen Tag auf dieser Straße. Ich weiss nicht, ob jemand den Berg da kennt. Das ist der Olymp. Ich kenne das aus den Schulen. Aus Büchern. Ich bin plötzlich mit dem Velo beim Olymp. Das ist recht absurd. Auf jeden Fall bin ich dort weitergefahren, top motiviert, weil ich gewusst habe, heute Abend, da bin ich im Ziel. Also eigentlich ist es egal, was kommt, es funktioniert. Ja, Materialschäden hat es ab und zu gegeben. Ich habe in Sofia neue Schläuche gekauft. Das heisst, kein Problem, ich habe Material gehabt. Ich habe noch einen Schlauch. Also noch zwei Schläuche, einen habe ich dort gebraucht. Da bin ich irgendwo zu einer Tankstelle gefahren. Das Coole ist, bei Tankstellen, die haben so Autopumpdinger. Und wenn man so einen Adapter hat, kann man das Velo mit dem auch aufpumpen, zu einem Teil. Manchmal ist nicht voll, aber zum Teil. Ja, dann bin ich dort zu der Dame und habe gefragt, du, pumpen, da mit dem Maschinen rein. Ja, nein, es geht nicht, es ist kaputt. Aber weißt du was, ich könnte dir die Pneu aufpumpen. Kein Problem. Dann habe ich ihr da meine kleine Handpumpe gegeben, das Rad, da bitte. Nach 10 Minuten war sie recht verschwitzt gewesen. Ich habe mich nicht mehr so ganz begeistert angehört und gesagt, da kannst du weitermachen. Ja, wir haben es recht lustig gehabt. Auf jeden Fall war das Rad irgendein Punkt und weitergefahren. Und dann bei Meteora, der Parkour war auch wieder, man muss
auf den Berg hochfahren und dann einen da ab. Und dann ist mein Ziel. Bin ich dort drauf gefahren? Ja. So wieder eine Platte. Das habe ich gewusst. Das ist jetzt der letzte Schlauch, den ich brauche. Also jetzt wird es langsam knapp. Aber eigentlich ist mir das auch egal, weil ich bin im Zielparkour. Ich muss eigentlich da rauffahren und dann nur noch dran. Also eigentlich kann ich auch auf den Felgen dran fahren. Kostet das Fahren etwas unter dem Strich? Also es war mir wirklich gleich gewesen. Auf jeden Fall bin ich nachher raufgefahren, habe den Parkour angefangen, bin nachher dort angefangen dran fahren und dann habe ich irgendwann die wunderschönen Felsen gesehen. Es ist einfach nur phänomenal, wenn man sich das die ganze Zeit vorstellt, wie das sein könnte und plötzlich ist man dort. Und ich meine, die Straße ist wunderschön, geht so dahinter und so durch die ganzen Felsformationen durch. Also es ist wirklich irgend so eine Abenteuerbahn, wo man im Europa-Park kommt, wo man so durchfährt. Genau so ist die Straße. Man fährt dort einfach drauf und man weiss, es geht nur noch drauf und dann bin ich im Ziel. Also ich muss nicht mal mehr trampeln. Und das ist eigentlich so der Lohn, den man jetzt bekommt. Und da hatte ich wirklich so einen Moment richtig Gänsehaut gehabt. Ich muss sagen, der Mike Hall, der das geplant hat, ist absolutes Genie. Um so eine Fahrtour mit dieser Abfahrt als Zieleinfahrt eigentlich zu machen. Dann fahren wir wieder ab und genießt es. Ihr könnt euch schon alle zusammen wie eine Zieleinfahrt bei der Tour de France aussieht. Ganz am Schluss in Paris. Leute links und rechts jubeln und ja, sie also jubeln schon seit 100 km vor dem Ziel permanent. Ich kann euch zeigen, wie es aussieht vom Transcontinental Race. Das war vergleichsweise extrem viel Action für das Transcontinental. Es gibt so ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn du im Ziel ankommst, warte bis der nächste kommt, dass wenigstens jemand dort ist. Ich habe Glück gehabt, wenn an diesem Tag recht viele Leute angekommen sind. Ja, dann haben wir das letzte Stempel geholt. Die Karte voll gesehen, gewusst, hey, ich habe es geschafft. Aber man ist noch so in dem ganzen Rennmodus drin, da kann man nicht einfach abschalten. Und jetzt so viele Leute, andere, die haben es auch geschafft. Da haben wir angefangen, Geschichten zu erzählen. Und das war sehr lustig gewesen, weil die meisten von den Leuten habe ich noch gar nie gesehen. Aber wir haben genau gewusst, was für Gummibrötchen, dass es in der Slowakei aus den Automaten gibt. Wir haben bestens können. Auf jeden Fall sind wir am Abend zu Nacht essen. Mein Vater ist extra runtergeflogen, weil er das Ganze über Social Media verfolgt und sagt, er stellt sich vor, er trifft gebrochene Menschen an, die einfach auf dem Velo fallen. Das hat er angetroffen, als er gekommen ist. Voll Adrenalin gewesen. Ich habe Freude gehabt, dass wir es geschafft haben. Wir haben alle unglaublich viel erlebt. Und als wir dort zusammen zu Nacht gegessen haben, ich meine, der Andrea war auch wieder dort. Das ist fast ein bisschen ironisch. Als wir jetzt ums Nachtessen waren, war es lustig. Das sind wildfremde Leute. Aber wir reden über die kleinsten Details. Wir reden über die kleinen, über die Ängste, die wir hatten, wie wir das überstanden haben. Und dann kann man sich so vorstellen, wie in einem Flugzeug, das irgendwo aus einem Kriegsgebiet heimfliegt. Und die Leute hocken nebeneinander. Es hat, jeder hat einfach so viel Ängste müssen überwinden und hat einfach wirklich aus der Komfortzone raus müssen. Und haben müssen Lösungen finden. Jetzt sind wir alle da, wir haben es geschafft. Und es war eine unglaublich schöne Stimmung. Ja. Dann bin ich im Ziel. Und
Weil Meteora so schön war und mein Vater auch schon kam, habe ich gesagt, hey, ich muss dir die Abfahrt zeigen, die ist phänomenal. Dann haben wir Roller gemietet, irgendwie 650 Kubik, die haben recht Pfupf gehabt. Dann sind wir über 20 Minuten einfach runter aufgefahren. Dann habe ich gesagt, hey, ich da gestern alles mit dem Bild aufgefahren. Das ist krass. Nachher sind wir dann am Abend ins Taxi und auf Thessaloniki, 200 Kilometer. Das bin ich gestern auch alles gefahren mit dem Velo. Plus auf den Passufer, nach 14 Tagen. Da ist mir das erste Mal bewusst worden, hey, das ist voll nicht normal, was du da gemacht hast. Das ist ja krass. Und ich habe es jetzt schon ein paar Mal angetan, ich bin ein sehr Zahlenmensch. Und als ich heimgekommen bin, habe ich mal ein paar Zahlen zusammengestellt. Es sind 4300 Kilometer gewesen. Inklusive Schlaf 11,45 Stundenkilometer Durchschnittsgeschwindigkeit gehabt. Das ist mit einem 40er-Schnitt für ein Velorennen. Aber mit Schlaf bin ich schon recht stolz. Den Brennenden Alp habe ich mal 81 getroffen. Ich habe 36.000 Höhenmeter gemacht. Das ist vergleichbar, wie wenn wir 90 Stunden lang nonstop durch die Schläge laufen. Das sind zwei Arbeitswochen. Ich habe 81.000 Kalorien verbrannt. Das sind 11 Monate lang jeden Tag ein Big Mac essen. Das ist recht viel. Ich habe 122 Liter getrunken, das ist eine richtig schöne Badwanne. Im Schnitt 8 Liter pro Tag. Ist auch irgendwo durch nötig, wenn es halt bis 51 Grad auf dem Display steht. Ich habe 6 platte Reifen gehabt. Ehrlich gesagt hat man viel, viel mehr gerechnet, weil die Straßen wirklich schlecht waren. Und da muss ich sagen, bin ich extrem überrascht, was für gutes Material das es gibt, dass wir unter den Bedingungen, wo ich eben auch viel Kiesströsschen so gefahren bin, nur mit 6 platten Reifen durchgekommen bin. Ich habe im Ganzen ein Wattmessgerät dran, ich habe 21 Kilowattstunden Leistung produziert. Das würde länger, um sich 144 Jahre jeden Morgen mit einem elektrischen Rasier rasieren. Es steht nicht drauf, aber es würde auch länger zum 21 Küchen backen im Backofen. Und ja, das sind so Zahlen. Jetzt kommt ein Bild, wo, wenn wir heikel sind, solltet ihr vielleicht schnell wegschauen. Das zeigt nämlich, wie mein Körper sich angefühlt hat, als ich am Ziel angekommen bin. Ja. Der Körper hat sich, der ist mitgenommen gewesen. Und eben nicht nur der Körper, sondern auch die Psyche. Und ich arbeite im Luzerner Kantonsspital und ich hatte dort mal mit einem Arzt zu tun. Der ist Sportmedizin, der hat nur mit Extremsportlern zu tun. Und ja, dann sind wir halt auf das Thema gekommen, dass ich das Rennen gemacht habe. Das erste, was mich gefragt hat, ist, wie geht es dir psychisch? Und das ist etwas, das habe ich komplett unterschätzt. Ich habe gewusst, es wird streng für den Körper. Aber dass man es psychisch mitnimmt, das habe ich nicht auf dem Radar gehabt. Ich habe bis Nacht aufgestreckt. Ich habe Flashbacks gehabt, wo mir irgendwie Hunde oder alles Mögliche. Ich habe mich verfahren und ich muss ins Ziel kommen. Ich habe aufgestreckt. Nach einer Woche hat mir meine Freundin gesagt, ich gebe jetzt so genau 7 Tage. Und wenn du nicht durchschlafen kannst, schickt er zu einem Psychiater. Und spätestens dann habe ich gemerkt, das war wirklich krass gewesen, dass ich nicht mal mehr schlafen kann. Ich war in der Ferien gewesen. Ja, Fahrfan. Nein, einerseits wollte ich natürlich euch auf das Abenteuer mitnehmen. Da haben wir aber überlegt, gibt es etwas, was ich euch vielleicht mitgeben könnte, auch für den Alltag. Sachen, die ich wirklich gelernt habe, die ich im tiefen Innersten auch verinnerlicht haben. Morgenstund hat Gold im Mund. Es ist egal, in welchem Land das sie sind. Wenn man morgen um 4 Uhr aufsteht, es schläft alles, es ist ruhig. Es ist einfach so eine wunderschöne Stimmung. Zum sehen, wie die Welt anfängt zu schnaufen, wie alle Lebewesen verwachen, wie Spektakel ist im Himmel. Es kann auch regnen. Auch dem ist genau das Gleiche. Es ist wunderschön. Und kann man vor dem Transcontinental, um ein bisschen üben, habe ich meinen Schlaf angefangen zu reduzieren.
7 Transcontinental tut jeden Morgen meinen Wecker um 5:30 schauen. Und dann stehe ich auch auf. Und es gibt so viele Situationen, wo ich am Morgen ins Geschäft fahre und ich sehe die wunderschönen Berge, Sonnenaufgang und so, wo ich sonst würde verschlafen. Das ist etwas, das passiert vor der Haustür gratis, jeden Tag. Und das ist etwas, ja, das ist noch Angewohnheit, die werde ich so schnell mir nicht mehr nehmen, dass ich am Morgen das halt auch sehe. Ja, die Schweizer Probleme sind ja kein Problem. Ich bin mit absolut Hightech-Equipment an Leute vorbeigefahren, die fast verhungert sind. Und die reden mir über die banalsten Sachen. Wo ich, das habe ich auch schon gemerkt, als ich ein Nordkap gefahren bin. Als ich zurückgekommen bin, hat es im Hauptbahnhof Zürich einen riesengroßen Bildschirm. Das ist Breaking News. Schawinski trägt Bart. Sorry, aber das ist nicht das, was Probleme sind. Ich habe Probleme gesehen, die man einfach nicht darüber reden will, aber sie passieren eigentlich vor der Haustür. Und ja, darum hat mein Horizont definitiv auch wieder ein bisschen weiter aufgemacht. Etwas, was ich eigentlich schon gewusst habe, aber was ich einfach wieder mehr bestätigt bekommen habe, der Körper ist eine absolut fantastische Maschine. Wenn ich ein bisschen weiss, was man gibt, da kommt unglaublich viel raus. Und dann, wenn man meint, das geht nicht mehr, dann geht es noch viel, viel weiter. Ich meine, ich habe jetzt 275 km pro Tag gemacht im Schnitt. Die längsten Profi-Velorennen gehen zum 250. Das ist ein Tag. Ich habe 275 für 15 Tage gemacht. Ja. Ich war bei weitem nicht der Erste gewesen. Ich meine, der schnellste Schweizer, der ist dritt geworden. Der hat einen Tagesschnitt von über 400 km gehabt. Also verglichen, was ich gemacht habe, das ist gerade wieder, das ist heisse Luft. Und wenn man nachher sieht, was man selber macht und wie viel das eigentlich noch möglich wäre, das ist bombastisch, dass man das so miterleben kann. Es ist manchmal kompliziert worden auf der Reise. Ich habe manchmal gedacht, wie geht es jetzt weiter? Kleine Sachen, Sprachbarrieren, morgen aufstehen und nicht noch 10 Minuten länger schlafen. Ich habe mir angewöhnt, einfach von Sachen ausblenden. Ich habe gesagt, irgendwo habe ich gebrüllt, als ich das Kühlwetter habe, als ich aufgefahren bin. Ich habe alles ausblendet. Ich habe dort eine lange gerade Straße und eine Kurve gesehen. Mein Ziel war, die Kurve zu erreichen. Und alles andere hat keine Rolle gespielt. Wirklich nicht. Als ich bei dieser Kurve war, habe ich die nächste Kurve angeschaut. Bin ich dort hingefahren. Wenn ich in dem Moment auf den Plan geschaut habe und gewusst habe, hey, heute sind es nur noch 183 km, dann wäre finito gewesen. Und das hilft teilweise, wenn man einfach mal das kleine, wichtige, was für jetzt entscheidend ist, das rausnimmt und alles andere vergisst. Manchmal ist es halt auch so. Dann wird es schlimm. Und dann haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder man geht auf oder man macht weiter. Wenn man weitermacht, wird es teilweise noch viel, viel schlimmer. Aber irgendwann wird es wieder besser. Und wenn man weiss, in die Richtung geht es grundsätzlich, dann muss man teilweise einfach die Zähne zusammenbeissen und weitermachen. Ich hatte jeden Tag unglaublich viele Gründe gehabt, wieso ich das Rennen abbrechen kann. Im Vorfeld haben mich ganz viele Kollegen gefragt, wieso machst du das überhaupt? Wenn du könntest mit dem Geld eben auf Ägypten in Ferien, könntest du tauchen oder so. Ja, das ist eine Aufgabe, die ich gesehen habe, kann ich die lösen? Und wenn ich nicht immer mich auf die Lösung konzentriert hätte, wäre ich jetzt auch nicht da und könnte euch den Vortrag erzählen. Dann hätte ich irgendwo, was schwierig geworden wäre, wo mich heute verfolgt hätte, an dem Morgen irgendwann spätestens aufgehört. Und etwas, was ich auch gelernt habe, definitiv, eine Sattelanalyse lohnt sich. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein blöder Werbegag. Wenn man so eine lange Velotour macht, dann macht es ein bisschen weh.
Aber ich bin überzeugt, das haben wir erst viel später weggemacht. Wenn jetzt da das Abenteuer, wenn euch das gefallen hat, ich habe dort hinten ein Buch über meinen Nordkap-Preis. Der ist etwas weniger abenteuerlich im Sinne von Hunde verfolgen und Osteuropa, aber landschaftlich viel spektakulärer mit dem ganzen Fjord, mit Rentieren, Tundra und Mond. Und ja, das kann man da hinten gerne kaufen, ich würde es auch sehr gerne signieren. Ihr könnt es an allen möglichen Leuten schenken, Bücher kommen immer gut an als Geschenk. Ich meine, mit dem Buch tue ich auch wieder Spenden sammeln für Viva Con Agua. Und ich weiss, aus dem letzten Projekt konnte ich schon einen Großteil von der Brunnen mitfinanzieren. Und mein Ziel ist natürlich auch mit dem Buch, wo über das gleiche Thema geht, dass ich vielleicht einen zweiten Brunnen mitfinanzieren könnte. Und darum gehört ein grosser Teil der Einnahmen auch wieder in das Projekt. Wir wären am Ende vom Vortrag. Stimmungsbarometer. Alle eingeschlafen? Nee? Habt ihr irgendwelche Fragen? Sonst dürft ihr es auch gerne machen. Ja? Hast du immer richtig gegessen? Also, hast du immer so ein bisschen Zeug zusammengekauft? In den Läden gefunden hast? Also, ja, meistens das, was ich einfach gefunden habe. Also wirklich. Dadurch, dass ich gewusst habe, ich muss überhaupt nicht auf die Ernährung achten. Und dass ich auch weiss, dass ich alles essen kann, ich habe nicht irgendwie einen Magen, der heikel reagiert. Einfach das, was ich gerade Lust hatte. Also irgendwo in Slowakei habe ich mal Lust gehabt, Balkan-Food-Store zu sein. Hat überhaupt nicht so fein geschmeckt. Ich weiss nicht, ob es Messer liegt oder weil sie nicht so gut gekocht haben. Aber es ist einfach, es hat von Fett getrieft. Das ist mal etwas gesehen. Eben, das ist die Bombschips-Aktion. Das, was es geht. Rumänien. Und ja, Ernährungswissenschaftler würde man höchstens sagen, du hast da noch Potenzial, zu noch mehr aus dem Körper rausholen. Aber das hat für mich auch mit Motivation zu tun gehabt. Das, ja, einfach das machen, was für mich in dem Moment gerade stimmt und alles andere ist nicht so relevant. Ja. Hat es auch Frauen dabei gehabt? Es hat etwa 50 Frauen gehabt, die geschafft sind. Und sind prozentual, wenn man schaut, also etwa die Hälfte von allen Leuten am stärksten sind abgebrochen. Und prozentual sind Frauen besser abgeschnitten als die Männer. Sie sind mehr ins Ziel gekommen. Und die schnellste Frau ist übrigens eine Schweizerin. Das ist auch einige schnell unterwegs. Das Velo hast du ins Zimmer genommen, im Ostblock, oder? Ich habe immer ins Zimmer genommen. Ja. In Sofia hatte ich eine sehr lange Diskussion mit einem Hotelbesitzer, der gesagt hat, du darfst nicht ins Zimmer nehmen. Dann bin ich zum nächsten Hotel. Und dann wollte er mir hinten ansäckeln und dann würde ich sagen, nein, das ist gut. Dann, nein, das ist... Ich habe kein Veloschloss dabei gehabt. Gewicht sparen. Ich bin überzeugt, an den meisten Orten hätte ich es einfach hinstellen können, es wäre nie passiert. Weil es ist einfach zu offensichtlich. An den meisten Orten hat es nicht mal Velo. Ja, aber ich glaube, das hat mich dann recht gefuchst, wenn das Velo dabei gedacht wäre. Darum habe ich es auch bei mir ins Zimmer gemacht. Ins Ziel gekommen sind, ich glaube, 149 von knapp etwa 300, die gestartet sind. Und ursprünglich beworben auf dem Startplatz haben sie, glaube ich, etwa 1300. Also es sind nicht so viele nachher im Ziel gesehen, wenn man den ganzen Prozess anschaut. Und das war auch ein Grund, ich einfach wollte ins Ziel kommen, ob ich jetzt einen Tag länger hatte oder nicht. Klar, ich wollte im Limit ins Ziel kommen, aber das wäre dann nicht so tragisch gewesen, wenn es halt ein bisschen länger geht. Noch weitere Fragen? Mit dem Trinkwasser, jetzt haben wir zwei Flaschen auf das, was man braucht. Ist das noch gut aufgegangen? Es ist aufgegangen. Gut ist anders. Also ich habe in Osteuropa konstant eigentlich nur noch Importsachen getrunken. Zwar aus dem ganz einfachen, wenn nicht irgendetwas drin wäre und ich bin krank.
Also haben, gewisse Fahrer sind über Serbien gefahren. Und höchstwahrscheinlich hat dort an einer Tankstelle haben die Lebensmittel gehabt, die verdorben waren. Und haben recht viele Fahrer, die diese Strecke gefahren sind, nachher Lebensmittel vergiftet haben. Und das sind so Krankheiten, das ist etwas, das ist vom Schlimmsten, weil man kann nichts dagegen machen, man kann nur warten. Und in einem Rennen kann man nicht warten. Das ist die Definition vom Rennen. Und ja, es hat eigentlich immer funktioniert. Aber teilweise ist es halt ein bisschen eng geworden, um zu trinken. Und am Morgen mit deinem Wecker hat es auch funktioniert? Ja. Aber also was ich gemerkt, das ist einfach für mich persönlich, wenn ich Schlummerfunktion brauche, dann funktioniert es nicht. Dann schlafe ich relativ lange. Ich muss einfach gerade aufstehen. Ich kann aber auch offen und ehrlich sagen, wenn ich irgendwie 16 Stunden unterwegs bin, dann schlafe ich 4 Stunden, dann schaue ich weg und ich weiss, hey, heute fahrst du 300 Kilometer. Das ist die Motivation so, aber sowas voll. Aber wenn man dann mal aufgestanden ist und die ersten 4 Stunden gefahren ist, dann geht es langsam. Ja. Die weise Leistung, ist es für dich jetzt eine einmalige Sache oder hast du das Gefühl, du musst das noch einmal können toppen in deinem Leben? Also ich bin jetzt realistisch. Ich meine, mittlerweile habe ich ein kleines Töchterchen. Durch das investiere ich auch weniger Zeit ins Trainieren. Sportlich würde ich das höchstwahrscheinlich nicht mehr toppen. Mit den 15 Tagen 275 Kilometer. Aber höchstwahrscheinlich wäre es die letzte Velotour gewesen, die ich gemacht habe. Vielleicht mit dem Kinderanhänger, mit dem zweiten Velo dabei. Vielleicht auch ohne Kinderanhänger, ich weiß es nicht. Aber ja, also ich habe jetzt nichts konkret geplant. Das ist jetzt ein Projekt gewesen, jetzt kommt Familie und dann schauen wir mal. Eins noch mal. Sonst noch Fragen? Der, ja. Was würdest du mitnehmen, wenn du jetzt rückblicken würdest? Mitnehmen? Ja, anders oder zusätzlich. Also mitnehmen würde ich nichts anderes. Ich würde einfach bei meinem Gepäckding das Zeug so etwas besser anziehen, dass wir die Jacke nicht runterkriegen. Ich meine, so wie das Ganze war, hat sehr gut funktioniert. Das ist natürlich wetterabhängig. Wenn es etwas kälter geworden wäre, also in Rumänien ist es dann auch wirklich kalt geworden. Ja, wenn es so länger so gewesen wäre, hätte das Problem gehabt. Aber ja. Weitermachen. Letzte Frage. Also, klar, ist es gut. Wichtig wäre noch gewesen, dass du die Regenjacke mitgebracht hättest. Ja. Deine Pinky hat man schon noch mal gesehen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo sie sich da haben. Genau, hat sie gut gekriegt. Ja, das kann gut sein. Sie haben vielleicht auch nicht mehr so gut geschmeckt. Ja. Hey, super, einen riesen Applaus bitte für den. Was wir jetzt am Wochenende machen müssen. Ab aufs Velo oder aufs Skifahren. Nein, super, herzlichen Dank. Super interessant war. Ich denke, ich konnte ein mitverfolgen im Facebook. Also es war immer sehr interessant gewesen. Plus auch mit der Satzanalyse, die wir zusammen gemacht haben. Also von dem her hat es sich gelohnt. Nein, schön, dass Sie da sind. Danke vielmals. Hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Vortrag wieder oder sonst mal bei uns im Laden. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend und kommt gut heim. Danke.